Die Zigarette Stern 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 Anmerkungen zur Transkription. Die Schreibweise und Interpunktion des Originaltextes wurde übernommen. Offensichtliche Druckfehler sind stillschweigend korrigiert worden. Das Original hat keine Kapitelüberschriften. Zur besseren Übersicht sind Trennlinien eingefügt worden. Die Zigarette ein Vademekum für Raucher von Stefan Dirk herausgegeben von der Reemtsma AG Verlag für Industriekultur Leipzig 1924. Alle Rechte, insbesondere das Übersetzungsrecht, vorbehalten Copyright 1924 bei Verlag für Industriekultur, Leipzig Druck von Günther, Kirstein und Wendler in Leipzig. Inhaltsverzeichnisseite Die Bedeutung der Zigarette für die Allgemeinheit 7 Unterlagen zur Beurteilung einer Zigarette 21 Das Mischungsproblem 32 Die Fabrikation der Zigarette 38 Die wichtigsten Arten des Orient-Tabaks 44 Über die Genusswirkung des Tabaks 65 Eine Psychologie der Raucher 81 Über die Kultur des Zigarettengenusses 96 Es gibt wenig Genussmittel, die für die Menschheit eine so verallgemeinerungsfähige Bedeutung gefunden haben wie die Zigarette, und es ist deshalb besonders verwunderlich, dass man in den breiten Raucherkreisen über die Herkunft der Zigarette und ihre Unterschiedlichkeiten so wenig Kenntnisse antrifft. Es gibt wohl sehr viele Weinkenner, die einen Pfälzer von einem Steinwein und einen Mosel gegenüber einem Rheingauer nicht nur an Flaschenformen und Flaschenfarben unterscheiden können oder sogar innerhalb enger Gebiete gleichartige Weinarten noch nach Lage, Jahrgang und Auslese bestimmen, es mag auch eine ziemlich große Anzahl Zigarrenraucher geben, denen die Geschmackseigenarten bestimmter Sumatra, Brasil, Virginia-Pflanzen und so weiter bekannt sind, aber die Zigarette hat trotz ihrer großen Bedeutung bis heute nur wenig Freunde gefunden, die sich auch mit den Feinheiten unterschiedlicher Provenienzen und unterschiedlicher Mischungen beschäftigt haben. Es mag die allgemeine Unkenntnis über die Zigarette mit ihrer verhältnismäßig kurzen Verbreitungszeit begründet werden können, aber die eigentliche Ursache wird darin zu suchen sein, dass sich die Zigarettenraucher noch kaum darüber klar sind, wie außerordentlich mannigfaltig Orient-Tabake sind und wie weit ihre Verarbeitung und Mischung an Kompliziertheit und Schwierigkeit alles übertrifft, was bisher bei der Fabrikation von Genussmitteln in Betracht kam. Noch heute kann man häufig die Meinung vertreten finden, dass der Inhalt einer Papierhülse ziemlich gleichgültig ist, wenn nur überhaupt ein echter Tabak verwendet wurde. Nach dem Kriege nahm man aufgrund der Zwangswirtschaftserfahrungen sogar allgemein an, dass es wirklich reine Orient-Zigaretten kaum gibt, und dass selbst eine wesentliche Untermischung mit deutschen Tabaken und Surrogaten geschmacklich kaum feststellbar ist. In Wirklichkeit sind die heutigen Raucher weitaus verwöhnter, als sie selbst wissen. Wenn es manchem Unternehmer vor dem Kriege gelingen konnte, mit gestreckten und gefälschten Orient-Tabaken auch auf dem freien Markt noch Abnehmer in genügender Anzahl zu finden, so dürfte dies heute, sogar unter dem Zwang der hohen Preise für importierte Tabake kaum mehr möglich sein, ohne dass er die größten Gefahren für die Weiterentwicklung seines Unternehmens heraufbeschwört. Das durch die Kriegserfahrungen geschärfte Misstrauen gegen Ersatzgenussmittel hat für heute eine Qualitätsforderung gebracht, an die vor dem Kriege niemand denken konnte, und die vor allen Dingen auch den Rauchern selbst gar nicht zum Bewusstsein kam. Der Krieg und die Nachkriegsjahre, die ja in vieler Hinsicht anstelle langsamer Entwicklung einen raschen Umschwung gebracht haben, haben gezeigt, wie sehr die Zigarette dem Bedürfnis unserer Generation entspricht. Bis gar nicht so lange Zeit vor dem Kriege war die Zigarette eigentlich eine nur wenig anerkannte Nebenerscheinung der Zigarre. In der Meinung kultivierter Raucherkreise blieb sie bis zu einem gewissen Grade das unkultivierte Requisit von unreifen Jünglingen und zweifelhaften Existenzen,
die ohne Geschmacksverfeinerung und wirkliche Genussfähigkeit ein gleichgültiges Fabrikat in einer überflüssig eleganten Form verbrauchten. Wie mancher Vater hat damals seinem herangewachsenen Sohne das Rauchen unter der Bedingung gestattet, dass er bei einer vernünftigen ordentlichen Zigarre bliebe und nicht der Geschmacklosigkeit der überdies weitaus schädlich ehren Zigarette anheimfiele. Die Zigarette wurde gegenüber der Zigarre lange Zeit geringschätzig beurteilt. Als besonderes Abschreckungsmittel wurde die schädliche Wirkung des verbrannten Papiers und weiterhin die Zweifelhaftigkeit des Inhalts betont, zu dem ein richtiger Zigarrenraucher ja tatsächlich keine Stellung finden konnte. Das alles aber hat das rasche Anwachsen der Bedeutung von Zigaretten nicht aufhalten können, und heute wird ihr Antagonist, die Zigarre, sowohl in der Zahl der Anhänger wie in wirtschaftlicher Hinsicht durch die Zigarette weit übertroffen. Wenn die Wandlungen menschlicher Genussbedürftigkeit im Laufe der Zeiten auch kaum einer aburteilenden Kritik unterworfen werden können, so ist der Rückgang der Zigarre gegenüber der Zigarette doch sehr zu bedauern. Denn mit der Zigarre wandert wieder einmal ein Bild alter und feiner Lebenskultur in die Vergangenheit. Eine wirkliche Raucherkultur wird heute noch sehr selten mit der Zigarette verbunden, ihr Dasein ist hierzu noch zu jung. Aber es wäre sehr wünschenswert, wenn die Zigarettenraucher etwas von der alten Zigarrenraucherkultur lernen könnten und auf dieser Tradition eine wirkliche Zigarettenkultur aufbauen würden. Es ist deshalb wünschenswert, weil sich mit der Kultur solcher Lebensgewohnheiten regelmäßig auch eine Kultivierung der Lebensformen überhaupt gleichzeitig zu entwickeln pflegt, und weil außerdem mit einer Kultur der Genussmittel der für die Volksgesundheit beste harmonische Ausgleich der Kontraste des menschlichen Lebens erreicht wird. Man könnte auch sagen, dass eine Kultur der Genussmittel die Schädlichkeit derselben auf ein Mindestmaß beschränkt, aber man würde damit eine unrichtige Beurteilungseinstellung gegenüber den narkotischen Genussmitteln im Allgemeinen und gegenüber der Zigarette im Besonderen einnehmen. Wohl scheinen die Meinungskämpfe für und gegen irgendwelche Genussmittel und damit die Betonung oder Ableugnung der Schädlichkeit von Alkohol, Tabak, Kaffee und so weiter kein Ende nehmen zu wollen, aber der Einsichtige weiß, dass mit der einfachen Schädlichkeitsfeststellung für den menschlichen Organismus noch keine Entscheidungsbasis für solche Streitigkeiten gewonnen sein kann. Wir wissen heute, dass der Mensch ein Mittelpunkt für Kraftansammlung und Kraftverbrauch, für Kräfte und Gegenkräfte, Gifte und Gegengifte, körperlich fördernde und körperlich schädigende Einflüsse ist. Die eine Seite ist nicht ohne die andere Seite denkbar. Ein Körper, an den geringe Kräftebeanspruchungen gestellt werden, wird wenig Kräfte sammeln können. Worauf es ankommt, ist nur das Gleichgewicht, und was vermieden werden muss, ist nur ein gleichgewichtzerstörendes Übermaß auf der einen wie auf der anderen Seite. Außerdem ergibt das menschliche Leben so viele und vor allem so starke Beanspruchungen des Nervensystems, dass die angenommene Schädlichkeit des Tabakgenusses dagegen nur gering erscheint. Wenn noch dazu der Nachweis erbracht wird, dass nervöse Spannungen des Menschen durch den Tabakgenuss eine beruhigend harmonische Auflösung erfahren können, so bedeutet dies die Anerkennung eines positiven Wertes des Tabaks. Solche nervöse Spannungen lassen sich keineswegs im Leben vermeiden, wie es die Naturapostel verlangen, und solange dies der Fall ist, wird das Bedürfnis nach einem Ausgleich immer wieder Genussmittel suchen, die einseitig starke geistige Leistungen kompensieren können. Es ist charakteristisch, dass einerseits die Gesundheitsfanatiker extreme Anti-Bestrebungen meist selbst körperlich und geistig nicht sehr kräftig sind, und dass es andererseits niemandem gelungen ist, den Nachweis zu erbringen, dass durch ängstliches Vermeiden größerer Kräfteanspannungen des Gehirns und des Körpers das Leben verlängert werden kann. Selbstverständlich müssen Kräftebeanspruchungen der jeweiligen Leistungsfähigkeit des Menschen entsprechen.
Bei solchen Streitfragen sind Meinungen eigentlich immer Ergebnisse ganz persönlicher Erfahrungen und Empfindungen. Das einzige objektive Vorbild, das die Forderung eines naturgemäßen Lebens vorweisen kann, ergibt das Tier, denn es gibt keine auch noch so primitiven Menschenrassen, die für Enthaltsamkeit nachweislich als Vorbildgeltung behaupten können. Wir wissen aber, dass der Mensch im Gegensatz zum Tier geistigen Anforderungen genügen muss, die in gar keinem Verhältnis mehr zum Körper stehen. Schon die einfachen Nervenbeanspruchungen des täglichen geistigen Lebens sind im eigentlichen Sinne der Naturapostel derartig ungesund, dass jeder Vergleich mit Lebewesen, die nur ihrer Gesundheit und natürlich also nur der körperlichen Selbsterhaltung und Fortpflanzung leben, hoffnungslos ist. Die vielleicht Überzüchtung zu nennende Entwicklung des menschlichen Geistes bedingt dann eben Mittel, die einen Ausgleich schaffen, und es ist sinnlos, gegen diese Mittel zu Felde zu ziehen, oder sie auch nur als überflüssigen Luxus zu betrachten, solange die Ursachen nicht beseitigt werden können, die sie veranlasst und erzwungen haben. Der Mensch braucht Schuhwerk, da er im Allgemeinen für den Spezialsport des Barfußlaufens kein Interesse mehr aufbringt. Er braucht Kleidung, da sein Körper allein den Witterungseinflüssen nicht mehr standhalten kann. Und so braucht er auch Genussmittel, da der Körper des Menschen nicht mehr in der Lage ist, den übersteigerten Anforderungen geistigen Lebens den erforderlichen Ausgleich zu geben. Die heilsame Wirkung des Tabakgenusses ist nicht mit Heilmitteln zu vergleichen, die das Wandeln und Vergehen des Menschen nach der Meinung Lebenssankundiger aufhalten sollen, aber sie ist segensreich durch die Anregung oder die Beruhigung, die sie im Ausgleich widerstrebender Spannungen zu geben vermag. Die weitaus meisten Raucher werden den Genuss von Tabak als Ausgleichsmittel auch fast immer irgendwie körperlich empfinden können. Wer im Felde gewesen ist und dort nach den ungeheuren Nervenbeanspruchungen die Gier nach dem Tabak kennengelernt hat, wer im heutigen Erwerbsleben steht und sich weder innerlich noch äußerlich von den aufregenden Verhältnissen unserer Zeit unabhängig machen kann und zum Tabak greift, der weiß, dass dieses manchmal als schädlich verschriene Kraut eine sehr segensreiche Wirkung besitzt. Die Voraussetzung ist immer wieder die Kultivierung des Genusses und die sich daraus ergebende Einstellung zur Leistungsfähigkeit des eigenen Körpers mit dem Ergebnis eines tatsächlichen Ausgleichs. Extreme Beanspruchungen, die über die Elastizitätsgrenze des Körpers hinausgehen, haben natürlich relativ schädliche Folgen. Aber selbst dann ist die Schädlichkeit des Tabaks überhaupt nicht mit der Schädlichkeit anderer Genussmittel, die er ersetzen will, zu vergleichen. Die generelle Annahme, dass mit oder ohne Tabak ein Mensch oder ein Volk eine kürzere oder längere Lebenszeit gewinnen kann, ist irrig. Außerdem wird doch wohl nach allgemeinem Empfinden ein Leben nicht nach seiner Länge, sondern nach seiner Intensität bewertet. So können zu allen Zeiten und bei allen Völkern Mittel nachgewiesen werden, die mit der narkotischen Wirkung des Tabaks vergleichbar sind. Bei vielen primitiven Völkern ist es die Betelnuss, bei anderen das Opium, dessen schädliche Folgen, so groß sie für den Körper eines Europäers auch sein mögen, für den Körper des Asiaten viel geringer sind, als allgemein angenommen wird. An weiteren Mitteln sind Haschisch, Kiff-Kiff und andere pflanzliche Produkte und so weiter bekannt. In Deutschland und vielen anderen, vor allem europäischen Ländern, erfüllte die gleiche Aufgabe Jahrhunderte hindurch der Alkohol. Erst nach den Zeiten des Sir Francis Drake trat daneben mehr und mehr der Tabakgenuss in Erscheinung, und es ist auffallend, dass mit der Zunahme und Verfeinerung des Tabakgenusses in den letzten Jahrzehnten gleichlaufend eine Abnahme des Alkoholgenusses nachweisbar ist. Die Bedürfnisse einer Allgemeinheit wandeln sich im Laufe der Zeiten und passen sich dem jeweiligen Entwicklungszustand der Menschen und der Völker immer wieder an. Es scheint,
als ob der Tabakgenuss dazu berufen wäre, die jahrhundertealte Aufgabe des Alkohols in weitgehendem Maße zu übernehmen. Der mittelalterliche und spätere Verbrauch von Alkohol war geradezu ungeheuer. Wir können uns heute kaum noch eine Vorstellung machen, was die damaligen Menschen vertragen haben. Die bedeutendsten geistigen Träger ihrer Zeit wie beispielsweise Luther, Goethe, Bismarck und viele andere waren frohe Säcke und genossen die Ausgleichswirkung dieses geistigen Genussmittels mit einer Lebhaftigkeit, die in unserer augenblicklichen Zeit Befremden erregen würde. Das Zeichen unserer Zeit sind zahllose Anti-Alkohol-Bewegungen und ein tatsächlich außerordentliches Nachlassen des Konsums. Dem Kenner menschlicher Entwicklungserscheinungen gibt beispielsweise das Alkoholverbot in Amerika nicht so sehr den Beweis, dass theoretisch volksgesundheitliche Bestrebungen praktisch in großem Maße durchführbar sind, sondern er erkennt daraus, dass tatsächlich die Zeit des Alkohols langsam vorübergeht und dass die Möglichkeit eines Verbotes hierfür nur ein Symptom ist. Gerade in den Vereinigten Staaten von Nordamerika hat der Tabakverbrauch in ganz besonderem Maße zugenommen, so dass nur von einer Richtungsänderung der Ausgleichsbedürfnisse gesprochen werden kann. Die Notwendigkeit eines Ausgleiches zeigte sich sehr deutlich, als graue Theoretiker der Volksgesundheit auch noch ein Nikotinverbot als Gesetz durchsetzen wollten, und ein alter Senator die Debatte in Washington mit den Worten erledigte, dass die Staaten keine Kleinkinderbewahranstalten seien. Noch deutlicher zeigt sich die Verschiebung im Ausgleichsuchen bei den mohammedanischen Völkern, bei denen aufgrund des Alkoholverbotes der Religion die Kultur des Kaffees und des Tabaks eine Höhe gewonnen hat, wie sie nirgends sonst in der Welt erreicht wird. Verbote sind stets völlig zwecklos, wenn die menschliche Natur nicht die zum Verbote nötige Majorität durch eine entsprechende Wandlung ihrer Bedürfnisse zulässt, oder wenn kein Ersatz für die aufgegebene Genussmöglichkeit vorhanden ist. In Zusammenfassung der vorhergegebenen Argumente kann mit allgemeiner Gültigkeit behauptet werden, dass Genussmittel mit dem Ziel einer anregenden oder beruhigenden Wirkung auf das Nervensystem und damit auf die menschliche Psyche nicht ausgeschaltet werden können und naturnotwendig sind. Volksgesundheitlich können nur diejenigen Genussmittel als schädlich bezeichnet werden, die dem jeweiligen Entwicklungszustand und den sich daraus ergebenden Bedürfnissen des Menschen oder des Volkes nicht entsprechen. Der Kenner der Massenpsyche weiß, dass zwangsweise durchgeführte Verbote, die nicht in einem Instinkt gegenüber den allgemeinen Bedürfnissen, sondern in der Theorie Einzelner ihre Ursache haben, die Gefahren von Entladungen der anders nicht gelösten Spannungen zur Folge haben. Es steht weiterhin fest, dass der Tabak für die Gegenwart als Ausgleichsmittel eine so allgemeine Bedeutung hat, dass weder von physischer Schädlichkeit noch von einem volkswirtschaftlich schädlichen Luxus gesprochen werden kann. Es scheint weiterhin, dass von den verschiedenen Formen des Tabakgenusses die Zigarette die bevorzugte Form des 20. Jahrhunderts ist. Da für die Wertung der Tabakfabrikate das einfache Bedürfnis für den einzelnen Menschen unmittelbar vorausgesetzt werden muss, ist es selbstverständlich nicht zu verteidigen, wenn jemand auch ohne ein irgendwie unbestimmtes Bedürfnis zur Zigarette greift, da dann weder Genussmöglichkeit noch der Ausgleichswert des Tabaks gefolgert werden kann. Es ist unverantwortlich, dem Nachahmungstrieb, der Eitelkeit und so weiter nachzugeben und beispielsweise heranwachsenden Kindern das Rauchen schon zu einer Zeit zu gestatten, zu der ein wirkliches Ausgleichsbedürfnis noch nicht denkbar ist. Erst durch das Bedürfnis wird erwiesen, dass ein Genussmittel dem Organismus entspricht, wobei natürlich krankhafte Übersteigerungen des Genusstriebes ausgenommen werden müssen. Aber selbst für Exzesse krankhaft übersteigerter Genusstriebe ist der Tabak im Allgemeinen viel zu harmlos, man vergleiche nur die manchmal verheerenden Wirkungen von Alkohol,
Opiaten und so weiter gegenüber der großen Seltenheit von gesundheitlichen Schädigungen durch übertriebenen Tabakgenuss. Auch bei solchen seltenen Beispielen wird man meistens nicht in dem starken Tabakgenuss die wirkliche Ursache der gesundheitlichen Schädigungen suchen müssen, sondern in den jeweiligen Umständen, die ihrerseits erst den Tabakgenuss zur Folge haben. Es dürfte vielleicht sogar der interessante Nachweis erbracht werden können, dass die anscheinend gesündesten Speisen durch übertriebenen Genuss praktisch einen größeren Prozentsatz an gesundheitlichen Schädigungen in der Menschheit ergeben, als der selbstverständlich stets zu vermeidende übergroße Tabakgenuss. Die Menschheit verliert langsam ihre Robustheit, ihre altersunterschiedlichen Gruppen, Völker und Rassen drängen langsam nach Verfeinerung, und mit der wachsenden Differenzierung des einzelnen Menschen geht eine steigende Verfeinerung und Differenzierung der Genussmittel parallel. Das Nachlassen des Bierkonsums, die zunehmende Verfeinerung auch in alkoholischen Getränken, die vielfache Aufgabe des Alkohols als tägliches Getränk beispielsweise zugunsten des weitaus kultivierteren Tees, das Anwachsen der Schokoladen- und Konfiturenindustrie und so weiter veranschaulichen den natürlichen Entwicklungsvorgang, wenn auch vielleicht nur der Tee mit der außerordentlichen Genussdifferenzierung verglichen werden kann, die der Zigarette die Zukunft sichert. Die Verfeinerung des Geschmacksempfindens, die in Deutschland seit dem Kriege registriert werden kann, scheint eine Kultivierung der Zigarette gewährleisten zu können, die eine segensreiche Bedeutung dieses Genussmittels für das 20. Jahrhundert erhoffen lässt. In den außerdeutschen Ländern sind die Verhältnisse etwas anders. Heute steht Deutschland von den größeren Völkern bezüglich der Qualitätsforderungen an der Spitze, wenn auch diesen Forderungen vorläufig noch infolge mangelnder Kaufkraft der Konsumenten nur von wenigen qualitätsstolzen Fabriken in einem wirklich ausreichenden Maße entsprochen werden kann. Die Zigarette ist in Deutschland noch nicht seit sehr lange bekannt, und erst in den letzten zwei Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts gewann sie für Deutschland eine stetig anwachsende Bedeutung. Da wir die Zigarette in ihrer heutigen Form aus dem Osten bekommen haben, nennen wir sie zum Unterschied zu später in Deutschland bekannt gewordenen aparten Orient-Zigarette. Wir bezeichnen mit diesem Namen eine ganz bestimmte Art von in Papier gehüllten Tabakfabrikaten, deren Herkunftsländer für uns im Orient liegen. In Wirklichkeit ist die Kenntnis des Tabaks und der Zigarettenform auch nach dem Orient erst vor wenigen Jahrhunderten gelangt. Sie stammt aus Amerika, wo bereits Kolumbus Zigaretten in Form von Maisblatt umwickelten Tabaken gesehen hat. Als die Kenntnis des Tabaks nach dem Orient kam, wurde dieses Genussmittel mit einer erstaunlichen Sicherheit den Bedürfnissen des Landes angepasst. Es entwickelte sich im Orient eine Kultur des Tabakanbaus, die sehr bald an Differenzierung die Erzeugnisse der amerikanischen Ursprungsländer weit übertraf. Mag auch der orientalische Tabak ursprünglich vorzugsweise in Pfeifen unterschiedlicher Art geraucht worden sein, so wurde auch die Gewohnheit, den Tabak in Papierhüllen zu fassen, übernommen. Und damit entstand im Orient zugleich eine Kultur der Zigarette, die so groß wurde, dass für uns der eigentliche Zigarettenbegriff mit dem der Orient-Zigarette völlig identisch wurde. Wenn der deutsche Raucher amerikanische Tabake zu Zigaretten verarbeitet findet, so pflegt er diese als minderwertig abzulehnen und den Inhalt der Papierhülse mit schwarzem Tabak zu bezeichnen. Eine Zigarette mit schwarzem Tabak erscheint dem deutschen Raucher nicht als eine richtige Zigarette. Wenn dies geschichtlich auch nicht zu vertreten ist, so wird es eben dadurch verständlich, dass die uns bekannte Orient-Zigarette an Verfeinerung und Veredelung des Genusses den Tabaken der neuen Welt so außerordentlich überlegen ist, dass ein Wettbewerb beider Tabakarten wenigstens in der Form einer Zigarette in Deutschland ausgeschlossen erscheint. Die Tabake, die der Zigarettenraucher als schwarze Tabake bezeichnet, sind uns unter der Vorstellung von Zigarren- oder Pfeifentabaken geläufiger.
In den außerdeutschen Ländern ist diese Einstellung den Tabaken gegenüber nicht allgemein. Beispielsweise werden in Frankreich, Spanien, Belgien, Argentinien und anderen stark romanisch gefärbten Ländern die sogenannten schwarzen Tabake den Orient-Tabaken vorgezogen. Es mag dies teilweise durch die Wirtschaftspolitik der Länder, wie zum Beispiel Frankreich, wo für die Regie-Zigarette ein hoher Prozentsatz französischer Tabake verarbeitet wird, begründet werden können. Aber in anderen Ländern wieder neigt das Bedürfnis der Raucher so offensichtlich zu dem einfacheren und herberen Genuss der sogenannten schwarzen Tabake, dass von ganz individuellen Bedürfnissen verschiedener Rassen gesprochen werden kann. In Nordamerika wurde durch das Alkoholverbot der Tabakverbrauch ganz wesentlich verstärkt. Es werden dort Orient-Zigaretten fabriziert, die an Qualität unübertrefflich sind, doch für die breite Masse des Volkes kommen vorzugsweise amerikanische Tabake zur Verarbeitung. Allerdings entspricht der in Amerika zu Zigaretten verarbeitete Tabak nicht unmittelbar den in Europa bekannten schwarzen Tabaken, sondern es werden vorzugsweise Virginia-Tabake verbraucht, die ursprünglich wie alle anderen amerikanischen Tabake charakteristische Pfeifen- oder Zigarrentabake sind, aber durch bestimmte Prozesse für den Konsum in Zigarettenhülsen zubereitet werden. Diese Virginia-Zigaretten sind in Deutschland aus dem Jahre 1919 besonders unter der Bezeichnung englische Zigaretten bekannt, denn sie wurden vorzugsweise von englischer Seite aus in Deutschland durch das Loch im Westen eingeführt. In England selbst nimmt der Verbrauch von Virginia-Zigaretten ebenfalls einen großen Raum ein, da er durch die dortigen klimatischen Verhältnisse begünstigt wird. Außerdem gibt es in England, vor allem aufgrund der guten Beziehungen zum Orient und besonders zu Ägypten, auch sehr wertvolle Orient-Zigaretten, die sich jedoch bei weitem noch kein so großes Publikum verschafft haben wie die entsprechenden Fabrikate in Deutschland. Nach den Gepflogenheiten des deutschen Rauchers können wir die Orient-Tabake als eigentliche Zigarettentabake glatt von sämtlichen anderen Tabaken abtrennen, da die letzteren innerhalb Deutschlands fast ausschließlich für Pfeifen und Zigarren verwendet werden. Zu diesen Pfeifen- und Zigarrentabaken gehören auch die Erzeugnisse des deutschen, überhaupt des westeuropäischen Tabakanbaus. Mangels einer größeren Einfuhrmöglichkeit von Orient-Tabaken während des Krieges wurden vielfach Versuche gemacht, die Restbestände an wirklichen Orient-Tabaken durch deutsche Tabake und so weiter, also sogenannte schwarze Tabake zu strecken oder auch ausgesprochene Surrogate zu verwenden. Die außerordentliche Abneigung, die diese Zigaretten bei dem Raucherpublikum gefunden haben, hat noch bis heute die Meinung bestehen lassen, dass der Qualitätsgrad einer Zigarette an der hellen Farbe des Tabaks erkannt werden kann. Wenn es auch richtig war, dass der Raucher seinen Augen trauen konnte, sobald er in den Zeiten der Zwangswirtschaft an der dunkleren Färbung einheimischer oder amerikanischer Tabake die Minderwertigkeit eines Fabrikats erkennen wollte, so trifft diese Farbgraduierung keineswegs zu, sobald es sich um eine Kritik innerhalb verschiedener Sorten wirklich echter Orient-Zigaretten handelt. Es gibt sehr wertvolle Orient-Tabake, die dunkel gefärbt sind, andere sind wiederum rötlich. Und das eigentümliche Mittelding zwischen dem echten Orient-Tabak und den amerikanischen Pfeifentabaken, nämlich der Virginia-Tabak, hat gerade eine besonders helle Farbe, ohne dass er an Qualität auch nur im Entferntesten mit irgendeinem echten Orient-Tabak verglichen werden kann. Abgesehen von einer Feststellung der Verwendung von Misch- oder Ersatztabaken, die man sehr wohl noch dem Auge zutrauen kann, ist es ganz außerordentlich schwer, bereits beim Anblick einer Zigarette ein Urteil abgeben zu können. Die Anhaltspunkte zur Beurteilung sind allzu gering. Neben Erwähnung der Farbe hört man häufig für dieses oder jenes Format plädieren. Aber auch ein Format kann niemals für die Qualität einer Zigarette ausschlaggebend sein,
denn es steht in den weitaus meisten Fällen in unmittelbarer Abhängigkeit von der Art der verwendeten Tabake und ihrem Mischungsverhältnis. Wenn es sich um schwere und gehaltvolle Tabake handelt, so wird das Format relativ schmal und klein sein müssen. Ist der Tabak leicht und sehr milde, so wird das Format der Zigarette sehr voll sein müssen, damit die größere Brandfläche, die jeweils dem Querschnitt der Zigarette entspricht, einen volleren Geschmack auslöst. Je wertvoller und je sorgfältiger Zigaretten hergestellt werden, desto bestimmter wird das entsprechende Format festgelegt werden müssen. Die Abhängigkeit von Tabak und Tabakmischung vom Format und umgekehrt ist so weitgehend, dass ein und dieselbe Füllung in dem einen Format fast ungenießbar sein kann, dagegen in einem anderen Format einen überraschend schönen Charakter zur Geltung bringt. Die einzige wirkliche Möglichkeit zur Beurteilung einer Zigarette ist eine gewissenhafte Rauchprobe, und selbst dann sind noch eine Anzahl Umstände zu beachten, deren Einwirkung häufig unterschätzt wird. Man stelle sich beispielsweise die Stimmung vor, in der man sich nach einem guten und reichlichen Essen, zu allen edlen und schönen Dingen bereit, einer fast körperlich übertriebenen Behaglichkeit hingibt. Würde man sich dann eine Zigarette anzünden, die sehr aromatisch und aufgrund einer gewissen Herbigkeit sehr anregend wirkt, so würde man zweifellos sehr enttäuscht sein und diesen Missklang zur augenblicklichen Stimmung zu einer Verurteilung der Zigarette umbiegen. Die meisten Menschen benötigen in einer solchen behaglichen Stimmung eine weiche, milde, aber sehr volle und blumige Zigarette, die den durch das Essen bereits gewonnenen seelischen Ausgleich erhöht und jegliche Aufregung verhindert. Man stelle sich jedoch andererseits einen Geistesarbeiter vor, der nächtelang über kniffligen Problemen sitzt und dessen unbedingt zur Arbeit erforderliche Konzentration durch langsames Ermüden nachlässt. Wenn er dann zu einer milden, weichen, versöhnlichen Zigarette greifen wollte, so würde gerade das Gegenteil der beabsichtigten Wirkung eintreten, und die erhoffte Spannung würde sich ganz auflösen. In solchen Augenblicken benötigt er eine herbe, kräftig aromatische Zigarette von momentaner anregender Wirkung und möglichst kurzer Brenndauer, da die Muße für einen langen und stillen Genuss des Tabaks nicht vorhanden ist. Es gibt Zigaretten, die man eigentlich nur in einem bequemen Sessel richtig genießen kann, und die an anderer Stelle, beispielsweise auf der Straße, einfach deplatziert wirken. Es gibt andere Zigaretten, die den hastigen, kurzen Augenblicken einer Konzert- oder Theaterpause angepasst sind, wieder andere, die nach langen Anstrengungen körperlicher Art eine erfrischende, anregende Wirkung auslösen, und so weiter. Neben diesen verschiedenen Wirkungsmöglichkeiten, die der raffinierte Raucher kennt, gibt es natürlich für jeden Einzelnen eine eigentliche Leib- und Magenzigarette, die man als die typische Gewohnheitszigarette bezeichnen kann. Da die Menschen mit ihren Bedürfnissen außerordentlich verschieden sind, sind natürlich auch die Zigaretten verschieden, die den jeweiligen individuellen Bedürfnissen entsprechen sollen. Wat den einen Sinn ul, ist den anderen Sinn Nachtigall. Eine süße Smyrna-Zigarette, die dem einen den ganzen Tag über ein immerwährendes Vergnügen bereitet, würde dem anderen völlig unerträglich werden können. Natürlich sind dies Differenzierungen, wie sie nur der sehr verwöhnte Raucher kennt, aber bei der Beurteilung von Zigaretten ganz allgemein spielt der ganz persönliche Geschmack eine so große Rolle, dass man häufig ein sehr schlechtes Urteil über eine Zigarette erleben kann, trotzdem diese eigentlich nur den jeweiligen Geschmacksforderungen widerspricht, aber im Übrigen qualitativ unantastbar ist. Ein extremes Beispiel ergibt die bereits erwähnte Zigarette mit sogenanntem schwarzem Tabak, die von manchen Ausländern als die einzig mögliche Zigarette bezeichnet wird, und die der größte Teil der deutschen Raucher mit dem besten Willen nicht verträgt, ohne dass man deshalb sagen dürfte,
die Zigarette wäre an sich schlecht. Die Schwierigkeit für das Auffinden einer richtigen Leib- und Magenzigarette beruht vor allen Dingen in der Gefahr der Geschmacksübermüdung. Je wertvoller die Tabake sind, desto charakteristischer sind sie in ihren Geschmackseigenarten, und es ist eine sehr schwere Aufgabe des Fabrikanten, die Geschmackseigenarten derart abzudämpfen, dass eine Geschmacksübermüdung bis zu einem gewissen Grade ausgeschaltet bleibt. Ganz und gar wird sich die Gefahr nicht beseitigen lassen, denn es dürfte wohl überhaupt kein menschliches Genussmittel geben, das nicht doch hin und wieder eine Abwechslung erfordert. So haben sich bereits viele Raucher daran gewöhnt, mit bestimmten gegeneinander abgeglichenen Zigaretten hin und wieder abzuwechseln, um sich die Lebendigkeit der Wirkung zu erhalten und eine Übermüdung zu vermeiden. Andererseits kann man sich allerdings auch an eine bestimmte Zigarette oder einen bestimmten Zigarettencharakter so gewöhnen, dass man kaum noch in der Lage ist, anderen Arten Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Jede wirklich wertvolle und eigenartige Mischung verlangt auch ein gewisses Einleben, und man kann sich manchmal an eine anfangs abgelehnte Zigarette durch gewissenhaftes Nachprüfen so gewöhnen, dass man gegen diese wiederum keine andere eintauschen möchte. Man kann eben manchmal erst langsam auf den richtigen Geschmack kommen. Die einzige Anforderung, die man bei Voraussetzung unterschiedlichster Arten an eine Zigarette immer stellen muss, ist die jeweilig ihrer Art entsprechende wirkliche Reinheit und Qualität. Wenn jemand an den Genuss reiner Orient-Zigaretten gewöhnt ist, wird er stets sofort auch den minimalsten Prozentsatz der Verwendung unedlerer Tabake feststellen können. Außerhalb reiner Qualitätsfragen ist ein Streit nicht möglich. De gustibus non est disputentum. In erster Linie hängt der Charakter einer Zigarette von der Art der verwendeten Tabake ab. Aber mindestens ebenso wesentlich sind die Mischungsprobleme. Es ist heute noch wenig bekannt, dass auch der denkbar edelste Tabak, und zwar je edler, desto weniger, allein verarbeitet nicht rauchbar ist. Erst durch Mischung verschiedener Tabake nach bestimmten Gesichtspunkten entsteht das Tabakmaterial für eine Zigarette. Die Regeln und Rezepte für Mischungen sind sehr komplizierter und variabler Art, da jeder Tabak, der verwendet wird, seinen besonderen Eigenarten entsprechend gemischt werden muss. Es werden immer wieder neue Variationen erfunden, denen zahllose Experimente vorhergehen. Die Mischungsgeheimnisse, das heißt wertvolle Mischungsrezepte, sind ein sehr wesentliches Besitztum eines Fabrikanten. Die Begründung der Unrauchbarkeit einzelner Tabaksorten für sich allein ist darin zu suchen, dass jeder Tabak von Charakter geschmacklich zu einseitig ist und seinen Charakter übermäßig aufdringlich zur Geltung bringt. Die Absicht des Mischers ist es nun, diejenigen Tabake gegeneinander abzuwägen, die sich gegenseitig ausgleichen und dadurch ihre jeweilige Geschmackseinseitigkeit verlieren, um dieses oder jenes feine Aroma oder diesen oder jenen feinen Geschmacksakkord den jeweiligen Anforderungen gemäß mehr oder weniger unaufdringlich auswirken zu lassen. Die Mischungsforderung ist ähnlich wie bei weitaus den meisten Speisen, die für sich genossen schal und leer schmecken würden und ihren Wert eigentlich erst durch entsprechende Gewürze wie Salz und so weiter offenbaren. Die Gewürze selbst wiederum können nicht allein genossen werden. Erst der fein abgewogene Zusammenklang und Ausgleich verschiedener Eigenarten ergibt die Genussmöglichkeit. Deshalb unterscheidet man genauso wie bei vielen anderen gastronomischen Materialien Tabake, die als Gewürze verwendet werden und daher Würztabake genannt werden können, und Tabake, die eine möglichst ruhige Basis ergeben, und auf denen sich die Mischungen von Würztabaken frei entwickeln können. Da es sich bei Tabaken nicht um Nahrungsmittel, sondern Genussmittel handelt, sind natürlich die Würztabake die wichtigsten und wertvollsten. Die zur Basis verwendeten Tabake kann man als Fülltabake bezeichnen.
Es sind dies vorzugsweise Tabake sehr ruhiger und unaufdringlicher Geschmacksarten, die aufgrund der Bezeichnung durchaus nicht mit Tabaken verwechselt werden dürfen, die man zu Zeiten der Zwangswirtschaft als Füll-SEL für Zigarettenhülsen unter teilweise Beimischung echter Orient-Tabake verwendete. Wenn die Fülltabake auch durch den Wert der edelsten Würztabake übertroffen werden, so liegt doch gerade in der Auswahl, Verwertung und Dosierung von Fülltabaken der Kern des ganzen Mischungsproblems. Durch weitgehende Kenntnis, welche Fülltabake und Fülltabakmischungen diesen oder jenen Würztabaken oder Würztabakmischungen die harmonisch ausgleichende Basis geben können, kann ein Fabrikant allen mit ihm im Wettbewerb stehenden Unternehmungen qualitativ den Rang ablaufen. Die Geheimnisse der Fülltabake werden als persönlichste Erfahrungen ängstlich gehütet. Die Schwierigkeiten der Auswertung bestehen aber gerade darin, dass man jeweils nur unter den auf dem Markt zur Verfügung stehenden Tabaken die Auswahl hat und immer wieder neue Rezepte aufstellen muss, da gleichartig geratene Sorten nur selten wieder aufzutreiben sind. Eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen Würztabaken und Fülltabaken steht für den Tabakmarkt nicht fest, da in dieser oder jener Mischung dieser oder jener Fülltabak auch als Würztabak dienen kann. Weiterhin gibt es auch sehr wertvolle Sorten, die eigentlich als Würztabake bezeichnet werden können, aber einen Geschmacksausgleich bereits untereinander finden, ohne dass ein gegensätzlicher Fülltabak benötigt wird. Die Bauern der Ursprungsländer des Tabaks sind nicht so empfindlich gegen starke und sehr herbe Zigaretten wie die Europäer. Der türkische Bauer kann Mischungen rauchen, die nach unserem Empfinden sehr einseitig gewürzt sind. Aber trotz der gewissen Einseitigkeit der Mischungen für die Einwohner der Tabakländer, die sich aus der bevorzugten oder ausschließlichen Verwendung der örtlich vorhandenen Tabake ergibt, sind die dort verwendeten Rauchtabake doch immer wieder Mischungen, in denen ein Ausgleich wenigstens bis zu einem gewissen Grade gesucht wird. Die Mischungsprobleme sind ganz außerordentlich diffizil und setzen eine Geschmackskritik voraus, die nicht Fachleuten geradezu märchenhaft erscheinen muss. Es gibt Orientalen, die beim Rauchen einer Zigarette sofort die 10 oder 20 maßgebenden Würztabake aufzählen, die in einer Mischung enthalten sind. Infolgedessen werden auch in den europäischen Fabriken von Rang die Mischungen fast ausschließlich von Orientalen ausgeführt oder zumindest angeregt. Es ist sehr eigenartig und charakteristisch, dass solche Mischer immer wieder die Tabaksorten ihrer engeren Heimat besonders vorziehen und in diesen Sorten allein genügend Differenzmaterial für Mischungen finden zu können glauben. Im Allgemeinen werden jedoch zu Mischungen für Europäer so ziemlich alle Gebiete herangezogen, die als Ursprungsländer edler Tabake in Betracht kommen, um damit Differenzierungen zu schaffen, die den vielseitigen Anforderungen entsprechen können. Die Mischungsaufgaben ergeben sich aus den jeweils zur Verfügung stehenden Provenienzen, denn die Eigenarten verschiedener Tabake, denen entsprochen werden muss, sind unbegrenzt variabel. Für diese Geschmackseigenarten ist in erster Linie die Pflanzenart bestimmend. Dazu kommt die Bodenbeschaffenheit und die Lage der Anbaugebiete mit ihren jeweils eigentümlichen klimatischen Verhältnissen. Weiterhin spielt die Höhenlage und die Sonnenlage eine so große Rolle, dass schon geringe Höhenunterschiede angebauter Flächen und kleine Abweichungen in der Lage dieser Flächen zur Himmelsrichtung auch bei sonst gleichartigen Voraussetzungen deutlich bemerkbar werden. Selbstverständlich ist außerdem jeder Jahrgang, jede Ernte unterschiedlich, denn die verschiedene Zahl der Sonnentage, der Niederschläge, der Temperaturen und so weiter in verschiedenen Jahren ergibt sehr verschiedene Tabake. Man kann also, abgesehen von öfteren weitgehenden Ähnlichkeiten verschiedener Tabakpartien, behaupten, dass genau ein und derselbe Tabak nie zweimal auf dem Markt erscheint. Liegen die benötigten Tabake nach Einkauf,
Verzollung und so weiter in den zur Fabrik gehörigen Lagerräumen zur Verfügung und liegen die obig besprochenen Mischungsrezepte für die jeweils vorhandenen und zur Verarbeitung gelangenden Provenienzen fest. So ist der weitere Fabrikationsvorgang bis zur Zigarette mehr ein Problem der Präzision, der Sauberkeit, Zweckmäßigkeit und kaufmännischen Rentabilität als ein maßgebender Faktor für die Geschmacksqualität der Zigarette. Da die zur Verfügung stehenden Provenienzen kaum in gleicher Geschmackseigenart nachzubekommen sind, da aber andererseits das Bedürfnis besteht, eine einmal eingeführte Zigarettenmarke von bestimmter Geschmacksrichtung möglichst lange auf dem Markte zu erhalten, werden die für den Geschmack maßgebenden Partien jeweilig in sehr großen Mengen erworben, so dass möglichst auf Jahre hinaus die gleichbleibende Qualität und Geschmackseigenart einer Zigarette gesichert ist. Weiterhin bemüht man sich, möglichst viele verschiedene Tabakarten zu Mischungen zu verwenden, so dass der durch neue Ernten bedingte Ausfall dieses oder jenes Mischungsteiles durch einen möglichst ähnlichen Tabak ergänzt werden kann, ohne dass diese minimalen Differenzen dem Raucher auffallen können, vor allem, wenn der Grundcharakter und die Qualitätsstufe der Zigarettenmarke voll erhalten bleibt. Das Tabaklager der großen Zigarettenfabriken steht unter dem Tabakmeister, der die Tabake fachtechnisch behandeln muss, die Mischungsrezepte in Vorschlag bringt und die Mischungen selbst überwacht. Diese Stellung ist wohl ausschließlich Orientalen vorbehalten, da selbst die verwöhnteste Zunge eines Europäers nicht in der Lage ist, die minimalen Geschmacksdifferenzen praktisch zu bestimmen. Trotzdem ist es natürlich, dass ein Tabakmeister, so bedeutsam seine Stellung auch sein mag, keineswegs für die Qualitätsstellung der Fabrik, für die er arbeitet, maßgebend sein kann. Hierfür ist und bleibt die eigentliche Firmenleitung durchaus maßgebend. Selbst bei den besten Beamten muss eine auch nur etwas mangelhafte Fachkenntnis der Firmenleitung in Tabak- und Mischungsfragen sehr verhängnisvoll werden. Denn an dieser Stelle wird Qualitätswille, Stil- und Geschmacksforderung maßgebend festgelegt. Die Tabake werden in den Ballen, in denen sie aus dem Orient ankommen, in den Fabrikationsgang gebracht. In der ersten Station werden die Ballen geöffnet, aufgeteilt, die eng aneinander gepressten Blätter werden einzeln auseinandergenommen und sortiert. Nach der Sortierung werden die Blätter, nach ihren Provenienzen geordnet, in große Holzkisten gefüllt und erwarten in dieser Form den Mischungsvorgang. Die nächste Station ist der Mischungsplatz, auf dem aus den Holzkisten in dem angegebenen Verhältnis der Mischungsrezepte die Tabake der verschiedenen Provenienzen schichtweise übereinander gelegt werden. Es ist dies ein ziemlich großer Platz, auf den der Inhalt der Kisten gekippt und von Arbeitern in gleichmäßigen Lagen auf der ganzen Fläche verteilt wird. Bei diesem Prozess wird der Tabak den jeweiligen unterschiedlichen Anforderungen entsprechend mehr oder weniger angefeuchtet. Dann wird das Gemisch in große Boxen gebracht, wo es einige Tage lagert. Die nächste Station ist die Tabakschneiderei. Das Tabakgemisch wird großen Schneidemaschinen zugeführt, die die Blätter in feine Strähnen zerschneiden. Der von den Messern herunterfallende Tabak wird auf Transportbändern in eine Entstaubungsanlage gebracht, die als nächste Station die Aufgabe hat, den Tabak von dem bitteren Tabakstaub gründlich zu reinigen. Aus der Entstaubungstrommel wird der Tabak wieder in große Holzkisten gefüllt und neuerlich einem Zwischenlager zugeführt. Aus diesem Zwischenlager gelangt der Tabak in den Maschinensaal, in dem er zur Zigarette verarbeitet wird. Anstelle der früheren Handarbeit ist heute in einem außerordentlich weitgehenden Maße die weitaus präziser und wesentlich sauberer arbeitende Maschine getreten. Die fertiggestellten Zigaretten werden in Schragen gesammelt und dem sogenannten Schragenlager zugeführt, in dem die Zigaretten wiederum eine Lagerzeit von etwa 3 Tagen durchmachen. Aus dem Schragenlager kommt die Zigarette in den Packsaal.
Dort wird sie unmittelbar in die für den Verkauf bestimmten Packungen gebracht. Von hier aus kommen die Zigaretten in ihren Originalpackungen in ein zweites Zwischenlager, das sogenannte unbanderollierten Lager, aus dem sie den jeweiligen Anforderungen gemäß zur Anbringung der Banderole abgeholt werden. In der Banderolierabteilung wird diese Banderole auf maschinellem Wege um die Originaldosen oder Kartons her umgelegt, und zwar derart, dass die Dose nun nicht mehr geöffnet werden kann, ohne dass die Banderole an einer der drei behördlich geforderten Stellen zerrissen wird. Hinter dem banderollierten Lager befindet sich die vorletzte Station, das sogenannte Fertiglager. Hier erwarten die Zigaretten, in Halbmillepakete geordnet, ihre Expedition. Aus der sich daran anschließenden Expeditionsabteilung gehen die Zigaretten in die Welt hinaus. Der Vorgang, der in der kurzen Schilderung der wesentlichen Stationen sehr einfach erscheint, ist in Wirklichkeit erheblich komplizierter. Eine große Anzahl von Vorsichtsmaßregeln gegen Witterungseinflüsse, für die der Tabak eine übergroße Empfindlichkeit besitzt, und weiteren Vorkehrungen, die hygienischen Anforderungen entsprechen, lassen die Fabrikationseinrichtungen zu einem sehr komplizierten Apparat werden. Sehr wesentlich ist vor allem, dass der Tabak nach dem Entblättern nicht mehr von Menschenhand berührt wird, da dies aus ästhetischen Gründen für ein Genussmittel stets geboten erscheint. Der Wirtschaftssachverständige wird im Allgemeinen der Ansicht sein, dass ein sehr wichtiger Teil der Zigarettenindustrie bisher noch nicht erwähnt ist, die Reklame. Es ist leider durchaus richtig, dass selbst das beste Fabrikat ohne irgendwelche Mittel, das Publikum aufmerksam zu machen, nicht zur Geltung gebracht werden kann. Es ist dies bedauerlich, aber unumgänglich. Für die Qualitätsfrage der Zigarette ist diese Angelegenheit völlig bedeutungslos, zumal das deutsche Raucherpublikum sich heute offensichtlich mehr und mehr dem Einfluss der Reklame zu entziehen sucht, und es weiterhin praktisch erwiesen werden kann, dass die Qualität der Zigarette auf dem Markt stets endgültig entscheidet. Deswegen bleibt allerdings ganz unabhängig von einer Reklameabsicht die Forderung bestehen, dass eine wertvolle Ware ein wertvolles Gewand beanspruchen muss. Die künstlerischen Leistungen, für die gerade in der Zigarettenindustrie sehr viel Raum zur Verfügung gestellt wird, sollten sich jedoch lieber auf eine rein sachliche Basis beschränken, auf der sie dem jeweiligen Stil und dem Wert des Tabakerzeugnisses gemäß das Verkaufsobjekt zu einem harmonischen Ganzen gestalten, so dass die Gefahr vermieden wird, die wir häufig in der Überwucherung geschmacklicher Stilmittel gegenüber dem eigentlichen Fabrikat erkennen können. Denn letzten Endes handelt es sich immer wieder nur um die Qualität der Ware selbstständig. Vor etwa 3 Jahrhunderten mögen amerikanische Tabake in den heutigen Ursprungsländern unserer Zigarettentabake eingeführt worden sein. Durch die neuen für das Wachstum der Pflanzen maßgebenden Verhältnisse entstanden aber allmählich völlig neuartige Pflanzen, die heute in der übrigen Welt ihresgleichen nicht finden können. Zur Gewinnung einer gewissen Übersicht werden die Tabake ihrer Pflanzenart nach hauptsächlich in 2 große Gruppen geteilt. Die erste Gruppe bilden die Basma. Hierzu gehören die berühmtesten und teuersten Tabake. Sie bestehen vorzugsweise aus kleinen und sehr zartrippigen Blättern von meist heller Färbung. Die zweite Gruppe bilden die Bashibagli, die sich durch größere Blätter und etwas stärkere Rippen von den vorhergehenden unterscheiden. Zu diesen beiden Hauptgruppen treten noch einzelne Zwischenstufen, die sich vermutlich aus der Verbindung beider Arten ergeben haben. Im Allgemeinen werden diese beiden Tabakarten auch in der Manipulation unterschieden. Der Tabak, der in den Herbstmonaten geerntet wird, im Winter die ersten Sortierungen bei den Tabakbauern erfährt und ungefähr zu gleicher Zeit von den Händlern aufgekauft wird, hat den ganzen Sommer hindurch einen Prozess durchzumachen, den man Fermentation nennt.
Für diese Fermentation werden die beiden Arten Basma und Bacibhakli unterschiedlich manipuliert. Und zwar werden die Bacibhakli-Blätter, nachdem sie durch verschiedene Sortierungen nach Qualität und Größe eingeteilt sind, Blatt auf Blatt dicht übereinander gelegt und gepresst. Offensichtlich benötigen die etwas fleischigeren Bacibhakli-Blätter ein dichteres Aufeinanderlegen für die Fermentation als die feineren und kleineren Basma-Blätter. An diesen beiden Manipulationsarten können die zum Versand fertigen Ballen schon unterschieden werden. Allerdings gibt es einzelne Bacibhakli-Provenienzen, die wie die Basma manipuliert werden, und umgekehrt ebenfalls. Vom allgemeinen Gebrauch abweichend wird in der Samson- und Schwarzmeergegend der Tabak, der meist einen vorstehenden Stängel hat, übereinander gelegt, an den Stängeln mit Bast befestigt und in dieser Form zur Fermentation gebracht. Es ist natürlich, dass das relativ große Gebiet der Anbauflächen orientalischer Tabake gewisse Verschiedenheiten in der Behandlung bedingt. Die gleiche Schwierigkeit ergibt sich bei der verschiedenen Bezeichnungsweise ähnlicher oder gleichartiger Sortierungen, die auch in den verschiedenen sprachlichen Vorbedingungen verschiedener Gegenden begründet ist. Wenn also für den Einkäufer die Basma-Provenienzen an ihrer Manipulationsform äußerlich kenntlich sind, so muss der Fachmann doch sorgfältig untersuchen, ob der Tabak, der in Basma-Form geliefert wird, auch die Qualität besitzt, um ihn als Basma-Tabak im Sinne des Wortes ansprechen zu können. Die Unterscheidungen sind häufig sehr schwer. Es werden beispielsweise öfters griechische Tabake, und zwar solche minderwertigen Ursprungs, als Basma gearbeitet und als erheblich wertvollere mazedonische Basma in den Verkehr gebracht. Es ist Sache des Einkäufers, in solchen Fällen am Geschmack, der Blattform und anderen Anzeichen festzustellen, ob es sich um eine Manipulation handelt, die nicht der eigentlichen Basma-Pflanze und ihrer Qualität entspricht. Die Tabakpflanze wird durchschnittlich 70 cm hoch und trägt an einem geraden Schaft verschiedene Blätter in regelmäßigen Abständen, die von unten anfangend nach oben gleichmäßig kleiner werden. Die Erntezeit, die sich auf circa 2 Monate erstreckt, beginnt mit dem Einsammeln der untersten Blätter und hört in periodischen Abständen mit dem Pflücken der obersten, ganz kleinen Blätter auf. Die Stellung der einzelnen Blätter bedingt einen unterschiedlichen Wert derselben. Die wertvollsten und gesuchtesten Blätter sind die zuletzt geernteten ganz kleinen Blätter an der Krönung der Pflanze. Diese werden vielfach Dobece-Blätter genannt. Der Fachmann unterscheidet danach verschiedene Blätter verschiedener Stellungen zum Stamm der Pflanze und infolgedessen verschiedene Erntezeiten. Die Namen wechseln jedoch nach den verschiedenen Gegenden. Es ist verständlich, dass die Stellung eines Blattes zum Stamm der Pflanze für den Geschmack der betreffenden Blätter von großer Wichtigkeit ist. Die unteren, zuerst geernteten größeren Blätter haben weniger Gehalt im Verhältnis zu ihrer Masse als die ganz feinen Blätter an der Spitze, und dementsprechend werden sie auf dem Markt bewertet. Außer den Unterscheidungen der eigentlichen Pflanzen und weiterhin der Stellung der Blätter zum Stamm der Pflanze kennt der Fachmann auch noch weitere Einteilungen, die sich jedoch mehr auf die unmittelbare Qualität des jeweiligen Materials in seiner äußeren Form beziehen. Für diese reinen Qualitätsunterschiede nimmt man wiederum Bezeichnungen, die teilweise von den vorhergehenden Unterscheidungen übernommen worden sind und damit gleichzeitig in einen Zusammenhang mit den qualitativ in erster Linie maßgebenden Unterschieden der Ernten selbst kommen. Auch diese Bezeichnungen sind nach dem jeweils örtlichen Sprachgebrauch unterschiedlich und wenig verallgemeinerungsfähig, so dass ihr Gebrauch nur für den mit der Mannigfaltigkeit aller Sorten vertrauten Fachmann von Wert ist. Außer den rein qualitativen Unterschieden im Bereich einer einzelnen Pflanze sind natürlich die Unterschiede der Provenienzen selbst maßgebend, und zwar nicht nur in qualitativer Hinsicht, sondern auch für die geschmackliche Eigenart,
die der Fabrikant für diese oder jene Zigarette zu diesem oder jenem besonderen Zweck erreichen will. Die bevorzugten Tabakprovenienzen teilt man im Großen und Ganzen in drei Hauptsorten ein. Zuerst die mazedonischen Tabake aus den Gebieten der ehemaligen europäischen Türkei, dann die heutigen türkischen Tabake Kleinasiens mit den Schwarzmeertabaken türkischer Gebiete und zuletzt die russischen Tabake, die hauptsächlich aus den russischen Schwarzmeergegenden kommen. Das älteste europäische Tabakland von Rang ist Mazedonien. Schon seit Jahrhunderten nimmt der Tabak im dortigen Wirtschaftsleben den Hauptplatz ein, wenn auch die frühere Produktion gegenüber der heutigen sehr klein war. Der mazedonische Tabak war wegen seiner ausgezeichneten Eigenschaften schon seit langer Zeit berühmt, und noch bevor das Abendland sich in größerem Umfange dem Konsum der Zigarette zuwandte, wurden die wertvollen Blätter dieses Gebietes im Palast des Sultans und den Konaks der hohen Beamten und Würdenträger besonders hoch geachtet. Hauptsächlich der Halbkreis, der sich über Yeniçi, Xanti und Drama bis nach Kafala erstreckt, war schon frühzeitig fast ausschließlich der Tabakkultur gewidmet. Von diesen Bezirken erzeugte Yeniçi weniger Tabak als die anderen Distrikte, aber qualitativ war gerade dieser Tabak der weitaus gesuchteste. Später wurde der Tabakbau auch auf die Bezirke des heutigen Bulgarien und Altgriechenland ausgedehnt. Zu den Hauptarten dieser Gebiete, die vor allen Dingen durch den Xanti, Yeniçi und Kafala repräsentiert werden, treten die türkischen Tabake hinzu, deren bedeutendste Vertreter die Samsun- und Smyrna-Tabake sind. Die vier wichtigsten Herkunftsgebiete der russischen Tabake sind erster der kaukasische Distrikt, zweiter die Krim, dritter der Sochum-Distrikt und vierter die beiden bessarabischen Distrikte. Als Nebensorten kommen dann noch altgriechische und bulgarische Tabake in Betracht. Geringere und mittlere Sorten liefern das ehemalige Herzegowina, geringe Sorten Ungarn und auch China, ferner die Inseln Samos, Kayas und so weiter. Xanti und Kafala sind die klassischen Tabakgegenden. Im Xanti-Bezirk werden fast ausschließlich Basma-Tabake erzeugt. Dieser Bezirk zerfällt wiederum in drei größere Gruppen, und zwar die eigentliche Xanti-Gegend, die Sarishaban und die Gumultjina. Sarishaban umfasst die Ebene im Mündungsgebiet der Masta und das nächstliegende nördliche Bergland im Westen dieses Flusses. Zu Gumultjina gehören die Umgebung der gleichnamigen Stadt sowie das nordwestliche Bergland. Den engeren Xanti-Bezirk bilden die Gegenden der Stadt Xanti am Gebirgsrand der südlichen Ebene mit Yeniçi und das Bergland nördlich von Xanti bis gegen die bulgarische Grenze hin. Für die weitere Einteilung der drei Gruppen ist im Xanti-Bezirk in der Hauptsache die Bodenlage maßgebend. Man unterscheidet im engeren Distrikt Xanti die Yaka, Öva und Deyebel-Dörfer, ebenso die Karchiyaka, die Öva von Serisch und die Deyebel von Serisch. Bei der Gumultjina-Gruppe hält man sich gleichzeitig an die Landschaften und bezeichnet als Unterschiede Gumultjina-Deyebel, Gumultjina-Schächte-Juma, Gumultjina-Deyemdere und die Gumultjina-Deridere-Dörfer. Man unterscheidet also ganz allgemein in diesen Gebieten Yaka-Tabake, Ova-Tabake und Deyebel-Tabake mit ihren Unterarten. Unter Yaka-Tabaken versteht man Tabake auf einem Anbaugebiet, das am unteren Berghang liegt. In dieser Lage wachsen von den edlen Sorten des edlen Bezirkes die alleredelsten Tabake. Die Ova-Tabake sind in den mittleren Höhenlagen, und die Deyebel-Tabake sind vorzugsweise Bergtabake, die sich durch eine gewisse Kleinheit, aber infolgedessen große Würzigkeit und Süßigkeit auszeichnen. Die Yaka-Tabake zerfallen wieder in die eigentlichen Yaka, die Küçük-Yaka und die Sova-Yaka. Einige der bekanntesten Dörfer dieser Provenienzen sind Oktyayla, Çakırlay, Fethiyelay, Deyeleber. Die eigentlichen Öva sind die Xanti-Ova, wozu auch noch diejenigen Tabake gerechnet werden,
die auf den Hügeln nahe der Westseite der Bucht von Lagos wachsen. Die Hauptdörfer sind Kirichila, Buyuk Murzili, Kutschuk Murzili, Saltüklei, Emirlatike, Hametli, Horutzlun, Musselin, Misrechtakulai, Mitsanlai. Die bekannteren Djebel-Provenienzen sind Yenikni, Kurunla, Arpedik, Mamundlun, Kuslondja. Karchiyaka, Saruchabon, Intjekhitz, Akalaragraf, Averbli, Beklemich, Selte Auklun, Tchobonlai. Diese Angaben könnten noch sehr viel weiter geführt werden, doch wird der Laie nicht viel damit anfangen können. Die angegebenen Namen haben aber vielleicht einen Nachschlag erwirkt, da diese oder jene Provenienz doch hin und wieder auch in der Öffentlichkeit genannt wird. Die weitgehende Unterscheidung kleiner und kleinster Distrikte, wie sie gerade für das Xanti-Gebiet durchgeführt ist, ist durchaus keine Übertreibung. Infolge der Empfindlichkeit dieser hochwertigsten Tabaksorten spielt die schon vorhergehend betonte Unterschiedlichkeit bezüglich Bodenbeschaffenheit, Klima, Sonnenlage und so weiter die größte Rolle für die Qualität der Tabake der einzelnen Dörfer. Neben Xanti ist der Kavala-Bezirk der bedeutendste. Er zerfällt wieder in die wichtigen Unterdistrikte Kafala, Drama und Sirisi. Für die Basma-Sorten dieser Gegend sind die wichtigsten die der Sichna, Machala, Mahaladakia und Kair-Dörfer, die zu beiden Seiten der Stadt Drama liegen. Die Qualitäten dieser Gegend sind ganz außerordentlich wertvoll, aber doch um ein geringes weicher, zarter und daher weniger ergiebig als die schweren, gehaltvollen und überaus ergiebigen Xanti-Qualitäten. Ungefähr in der Mitte zwischen dem Drama, Sirris und Kavala-Bezirk liegen noch mehrere kleine Bezirke, unter denen Sichna mit dem gleichnamigen Tabak als wertvoller Herkunftsort am bekanntesten ist. Neben den Hauptwert des berühmten Tabaklandes bedingenden Basma-Tabaken werden auch einige Tabake gewonnen, die als Bashibakle verarbeitet in den Handel kommen. In der Kavala-Region sind es die Pravi-Tabake, in der Drama-Ebene werden die besten Bashibakle-Tabake in den Dörfern Pursichan und Kirlikova gewonnen. Danach kommen die Djebel, Drama und die sogenannten Frokup-Bashibakle des gleichen Bezirkes, die jedoch hinter den erstgenannten an Güte zurückstehen. Eine Zwischenstellung nimmt der teils im Drama-Bezirk, teils im Kavala-Bezirk gewonnene Kabako-Lak ein, der zwar als Bashibakle verarbeitet wird, jedoch in Plattform und Größe zwischen einem Bashibakle, Pursichan, und einem Basma-Blatt steht. Von den um dieses klassische Gebiet des Orient-Tabaks herumliegenden Anbaugebieten kommen noch die Nichrita, die Salonik und die Kalchis-Region bis zum Golf von Saloniki in Betracht, dann weiter nördlich die Doaan, die Steromitsa und die Petrich-Region. Nördlich von Sirris liegen die Dimirhissa, die Melnik und die Nfrokop-Regionen. Dazu kommen nordwestlich von Xanti die Ekridere sowie die Kirjali-Regionen. In diesen Bezirken werden in der Hauptsache Bashibakle-Tabake erzeugt. Unter den teilweise sehr guten bulgaren Tabaken ist der als Bashibakli in den Verkehr kommende Dubnica besonders zu nennen. Dubnica ist ein kleiner Platz südlich von Sofia. Südlich von Dubnica wächst ein ähnlicher Tabak in einem kleinen rings um den Ort der Jumaya gelegenen Bezirk. Von den Tabaken der heutigen Türkei, deren Hauptgebiet Kleinasien ist, ist der stärkste der Samsun-Tabak. Er brennt ziemlich schwer und gibt auch dunkle Asche, er hat aber die für die Mischungsprobleme außerordentlich wichtige Eigenschaft, alle diejenigen Tabake, die nicht besonders harmonisch zusammengepasst werden können, zu verbinden. Er ist im Rauchen glatt und besitzt die bereits oben erwähnte seltene Eigenschaft, den Geschmacksausgleich in sich selbst finden zu können, so dass er ohne Beimischung anderer Tabaksorten geraucht werden kann.
Der feinste Samson-Tabak wächst in dem Gebiet von Samson, das dieser Provinienz den allgemeinen Namen gegeben hat, und zwar auf dem Berge nördlich der Stadt gleichen Namens. Den wertvollsten bezeichnet man mit Maden. Dieser Tabak ist mittelkräftig, dabei aber außerordentlich glatt und von angenehmem Geschmack. Der in der Ebene wachsende Samson-Tabak ist ebenfalls von großer Feinheit und sehr gutem Geschmack. Südlich von diesem Gebiet wächst der Bafra-Tabak, welcher voll und kräftig ist. Auch dieser Tabak ist von ausgezeichneter Qualität. Die Farbe des Bafra-Tabaks ist mehr rötlich-braun, während der Samson-Tabak mehr ins Gelbliche geht. Längs des Schwarzen Meeres, bei Brossa beginnend, gedeiht ebenfalls ein aus Bafra-Samen gezogener Tabak, der aber in der Qualität minderwertiger ist. Die Sortierungen der Schwarzmeertabake werden auch vorzugsweise nach Blattgrößen gewonnen, und zwar heißen die kleinsten Blätter Doruk, die etwas größeren Dorukalzi und eine etwas andere Blattart Bitjag. Dazu kommen noch als Untersortierungen die Balja Bitjag und die Gourmets hinzu. Zu erwähnen ist noch der östlich von Samson gezogene Taschowa-Tabak, ein gehaltloser, gelber und leichter Fülltabak. Der vornehmste und edelste kleinasiatische Tabak ist der Smyrna-Tabak. Er ist meist hell, besonders in der besseren Qualität. Er ist sehr weich und von sehr starkem Aroma. Der Smyrna-Tabak ist das typischste Beispiel von Würztabaken. Sein Aroma und seine Schärfe lässt ihn für sich allein gemischt für den menschlichen Genuss völlig ungeeignet erscheinen. Aber er besitzt die Eigenschaft, in kleinen Mengen anderen Tabaksorten beigemischt, ein wundervoll süßes Aroma hervortreten zu lassen. Der feinste Smyrna-Tabak wächst in den Bezirken Ersoluk, Kyokui und Zhangli. Diese Tabake werden nicht als Basma manipuliert, sondern als Kalups, das heißt die Blätter werden an Fäden aufgereiht, während die in den Bezirken Lichter oder Mich wachsenden Tabake hauptsächlich als Basma verarbeitet werden, was man hier Pastals nennt. Der Lichter-Bezirk ist neben dem Ersoluk und dem Gyokui der beste Smyrna-Bezirk. Die Bezirke im Innern Kleinasien, und zwar besonders Magnesia, bringen die weniger wertvollen Smyrna-Tabake hervor. Die Süße und der Duft des guten Smyrna-Tabaks und besonders der als bevorzugt bezeichneten Bezirke ist unvergleichlich. Er ist infolgedessen das hochwertigste Material für Zigaretten einer entsprechenden Geschmacksabsicht. Die verschiedenen Qualitäten des Smyrna-Tabaks, soweit es sich um Pastals, das heißt Basma-Arbeit handelt, werden in Dubeze, Dubeze Basma, Sira Pastal und Titata eingeteilt, soweit sie in Kalups gearbeitet sind, teilt man sie in Kalup Maxul, Kalups, Kebas, gereihte Blätter wie die Kalups, aber in geringerer Qualität, Mazakia, geringere Sortierungen, und in Tanjas oder Refusen, lose Blätter. Die minderwertigste Sortierung nennt man Kirik, das sind zersplitterte oder zerbrochene Refusen. Die vorgenannten Tabake, vor allem die mazedonischen, Samson- und Smyrna-Tabake werden in ihren oberen Qualitäten je nach der Qualitätsanforderung der Zigarette in größeren oder kleineren Mengen als ausschlaggebende Würztabake beigemischt. Die Mittelqualität dieser Tabaksorten dient bei guten Zigaretten als Füllmaterial. Bei geringeren Zigaretten werden als Füllmaterial in der Hauptsache bulgarische und ähnliche Tabake verwendet. Die russischen Tabake bilden eine ziemlich scharf abgetrennte Gruppe für sich, da ihre Herbheit und Eigenart eine besondere Form der Zigarette und eine besondere Art zu rauchen bedingt. Bei fast allen russischen Distrikten werden qualitativ zwei Arten von Tabaken unterschieden, nämlich Tabake, die aus Samson-Samen gezogen werden, und solche, die aus Trapezunt-Samen herkommen. Von diesen beiden Arten ist die erste ganz erheblich wertvoller als die zweite.
So unterscheidet man zum Beispiel in dem kaukasischen Distrikt, dem sogenannten Kuban-Distrikt, außer dem edelsten Gewächs dieses Gebietes, dem Maikop-Tabak, noch je zwei Arten Sakoban, Abin und Martanska-Tabake. Von diesen Sorten besitzt vor allem der Martanska-Tabak aus Samson-Samen einen sehr guten Ruf. Er ist ziemlich neutral in seiner Mischwirkung, hellfarbig und von gutem, edlem und vor allem reinem Geschmack. Die bekanntesten und verbreitetsten russischen Tabake kommen aus der Krim. Es gibt dort einen sehr edlen als Basma verarbeiteten Dubeze, der zwar schwer brennt, aber als Würztabak seines starken Aromas wegen sehr gesucht ist. Daneben gibt es auch Baschibakliaten. Der eigentliche Krimtabak im engeren Sinne wird von Fachleuten Zhujinberger genannt. Den Sochum-Distrikt teilt man in die Gebiete Batum, Sozi, Tuapse und des eigentlichen Sochum, von denen der letztere sehr beachtenswert ist. Der aus Trapezunt-Samen gewonnene Sochum ist leicht, hellfarbig und gehaltlos, aber die andere Art aus Samson-Samen ist sehr aromatisch, voll, sehr ergiebig und gegenüber dem erstgenannten von mehr bräunlicher Farbe. Beide Arten sind durchaus rein im Geschmack und nicht schmierig. Der Sochum aus Samson-Samen ist der wertvollste Tabak russischer Provenienz. Er ist dem originalen Samson-Tabak ziemlich gleichwertig, und deshalb ist er in die Rangabstufung der edelsten türkischen Provenienzen sehr wohl einreihbar. Der bessarabische Distrikt ist bezüglich seiner Qualitäten ziemlich monoton. Man unterscheidet eigentlich nur einen westlichen und einen östlichen Teil und kann dabei behaupten, dass der Tabak desto besser ist, je östlicher seine Herkunft innerhalb des Gebietes bezeichnet wird. Für den europäischen Markt haben seine Erzeugnisse qualitativ nur eine geringe Bedeutung. Zu erwähnen sind noch die häufig zur Verarbeitung gelangenden altgriechischen Tabake, insbesondere der Argus-Tabak, der Missilonghi-Tabak, der Volo-Tabak und der Akrinion-Tabak, ferner die auf den verschiedenen Inseln des Ionischen und Ägäischen Meeres kultivierten Tabake. Die altgriechischen Tabake sind mit Ausnahme des Akrinion-Myrodata-Tabaks qualitativ mehr oder weniger minderwertig. Sie brennen in der Hauptsache schwer und hinterlassen beim Rauchen einen bitteren Nachgeschmack, der sich erhöht, wenn der Tabak nicht unmittelbar nach der Verarbeitung zur Zigarette geraucht wird. Die Farbe des griechischen Tabaks ist mit geringen Ausnahmen hellgelb. In der Hauptsache finden diese Tabake jedoch nur für geringere Zigarettensorten Verwendung. Wenn auch häufig diese Tabake für bessere Zigaretten von nicht besonders fachkundigen Fabrikanten verarbeitet werden, so muss doch gesagt werden, dass eine gute, in der Qualität sich gleichbleibende Zigarette aus den altgriechischen Tabaken nicht hergestellt werden kann. Der Myrodata-Tabak aus dem Akrinion-Bezirk dagegen ist süß, brennt gut und ist als Beimischung zu mazedonischem Tabak verwendbar. Die auf den Inseln gezogenen Tabake sind gleichfalls in der Farbe größtenteils hellgelb und besitzen zumeist dieselben Eigenschaften wie der altgriechische Tabak. Eine Ausnahme bildet der auf der Insel Samos wachsende Tabak, der im Charakter dem Smyrna ähnelt, ohne ihn allerdings auch nur im entferntesten an Wert zu erreichen. Dieser Tabak wird vielfach als Smyrna-Tabak angeboten und gekauft. Der nicht sehr fachkundige und in diesem Falle betrogene Fabrikant stellt dann erst viel später fest, dass der Tabak ihn enttäuscht hat. Wenn man einem Orientalen eine Frage über die Abwertung der einzelnen Provenienzen vorlegt, so kann man gewiss sein, dass er die Tabake seiner engeren Heimat als die jeweils besten bezeichnet. Trotzdem die Möglichkeiten der Schaffung guter Zigaretten mannigfaltig sind, wird doch eine gewisse Übereinstimmung in dem Urteil festzustellen sein, dass die edlen mazedonischen Tabake der Xanthi- und Kavala-Bezirke und die Smyrna-Tabake, wozu noch der Samson tritt, die edelsten Gewächse sind, die zur Verarbeitung kommen können.
Die drei genannten Hauptarten charakterisieren gleichzeitig gewisse Geschmacksunterschiede der durch sie erzeugten Zigaretten. Während die aus vorzugsweise mazedonischen Tabaken hergestellten Zigaretten meist sehr voll, weich und blumig wirken, zeigen die Zigaretten aus vorzugsweise Samson-Tabaken ein gewisses herbes und charaktervolles Aroma. Die durch Smyrna-Tabake charakterisierten Zigaretten dagegen zeichnen sich durch eine außerordentliche Süßigkeit aus, zu der je nach den verwendeten Fülltabakmischungen eine mehr oder weniger starke Völligkeit, Weichheit oder auch Strenge der unmittelbaren Geschmackswirkung hinzukommt. Die Europäer sind gewohnt, noch von einer anderen charakteristischen Zigarettensorte mit typischen Geschmackseigenschaften zu sprechen. Es sind dies die ägyptischen Zigaretten. Die frühe starke Einfuhr von Zigaretten aus Ägypten hat die Meinung verbreiten lassen, dass dieses Land ebenfalls zu den eigentlichen Tabakländern gerechnet werden muss. In Wirklichkeit ist dies durchaus nicht der Fall. Aufgrund eigentümlicher Zollverhältnisse, die sich aus der Zugehörigkeit des Landes zur Türkei und innerhalb dieser Zugehörigkeit doch besonderen Stellung durch die britische Oberhoheit ergaben, sahen sich eine ganze Anzahl Unternehmer veranlasst, in Ägypten Fabrikationsunternehmungen zu gründen, um die dadurch gegebenen günstigen Zollbedingungen auszunützen. Dadurch erhielt ein Land, das ursprünglich mit Zigarettentabaken so gut wie gar nichts zu tun hatte, den Charakter eines Tabaklandes. Heute ist der eigentliche Anlass für eine ägyptische Zigarettenindustrie nicht mehr gegeben. Es mag zwar einerseits einem Bedürfnis der Tradition entsprechen, die Fabrikation dort aufrechtzuerhalten, und andererseits ist die Fabrikation bis zu einem gewissen Grade durch die besonders günstigen klimatischen Verhältnisse begründet. Aber auch hierin vermag die technische Vervollkommnung unserer Zeit eine Unabhängigkeit zu garantieren, so dass ein Rückgang der ägyptischen Produktion vorausgesehen werden kann. Aus der großen Anzahl der genannten Provenienzen, die sich in der Praxis noch weit komplizierter verästeln, ergibt es sich, dass der Einkauf von Tabaken ganz außerordentliche Fachkenntnisse voraussetzt, und dass von diesem Einkauf besonders das Wohl und Wehe einer Fabrik abhängt. Die Tabake werden im Allgemeinen nach ihrer Manipulation in Ballen durch einen weiteren Zwischenhandel auf die europäischen Märkte gebracht. Die weitaus meisten europäischen Fabriken erwerben erst an diesen Plätzen die Tabake, die sie zur weiteren Verarbeitung in Zigaretten ihren Unternehmungen zuführen. Diejenigen Zigarettenfabriken dagegen, die sich erhöhte Möglichkeiten der Qualifizierung ihrer Erzeugnisse zu verschaffen suchen, müssen sich von dem europäischen Markt unabhängig machen und versuchen, in den Ursprungsländern des Tabaks selbst einzukaufen. Naturgemäß ist dies mit außerordentlichen Schwierigkeiten verknüpft, denn der direkte Einkauf setzt nicht nur einen großen technischen Apparat voraus, sondern zugleich Fachkräfte, die den Europäern selten zur Verfügung stehen. Aber nur dann ist es möglich, die vielen Zufälligkeiten unterschiedlicher Ernten zum Erwerb besonders hochqualifizierter Tabake auszunutzen und dadurch die Möglichkeit zu gewinnen, allererste Provenienzen bei relativ niedrigen Preisen zu verarbeiten und diesem entsprechend hochwertige Zigaretten relativ billig auf den Markt zu bringen. Es ist merkwürdig, wie oft die Frage, worin eigentlich der Genuss des Rauchens besteht, unbeantwortet bleibt, denn es erscheint unerfindlich, warum dieser Genuss geheimnisvoller und unerklärlicher sein soll als irgendein anderer. Wenn auch niemand allgemeingültig die Umwandlung der Erlebnisse unserer Sinnesorgane in eine Genussvorstellung formulieren kann, so genügt doch bereits zur Beantwortung der Frage nach dem Genuss des Rauchens der Nachweis, welche Sinnesorgane beteiligt werden und welche Wirkungen der Tabak auf den Menschen ausübt, sobald eine wirkliche Genussempfindung zum Bewusstsein kommt. Die vornehmste Aufgabe weist man fast allgemein dem Geschmackssinn zu,
ohne eigentlich recht das Kompetenzgebiet dieses Sinnesorgans abzugrenzen? Die Geschmacksnerven werden nur von gelösten Substanzen getroffen, und daraus erkennt man, dass die Zunge eigentlich recht wenig an der Geschmacksvorstellung, die wir vom Tabakrauch haben, beteiligt sein kann. Dies wird jeder leicht feststellen können, der sich beim Rauchen die Nase zuhält, denn die vorher irgendwie vorhandenen Geschmacksempfindungen verschwinden sofort. Nur für eine besondere, jedem Raucher bekannte Erscheinung ist die Zunge verantwortlich, und zwar für den Nachgeschmack. Er lässt sich dadurch erklären, dass der Tabakrauch die Feuchtigkeit im Munde bis zu einem gewissen Grade geschmacklich beeinflusst. Sobald nun die hauptsächlich durch das Geruchsorgan erzeugte allgemeine Geschmacksempfindung vom Tabak nachgelassen hat, und die Empfindungen der Zunge nicht mehr übertönt werden, bringt sich der nach dem Ausstoßen des Rauchs noch im Munde zurückbleibende Speichel zur Geltung. Die eigentlichen Geschmacksnerven können nur wenige einfache Kontrastempfindungen vermitteln. Die einzigen Geschmacksarten sind süß, sauer, bitter und salzig. Aus diesen vier Arten setzen sich alle auch noch so komplizierten Geschmackserlebnisse zusammen, gleich wie aus vier Grundfarben eine unendliche Anzahl von Mischungsfarben und Bildern entstehen kann. Der größte und wesentlichste Teil der Empfindungen, den wir allgemein Geschmack nennen, wird durch das Geruchsorgan vermittelt. Die Geruchsnerven sind ihrerseits wieder nur in der Lage, gasförmige Stoffe wahrzunehmen, und zwar müssen diese gasförmigen Stoffe an den wie feine Härchen die Schleimhaut überragenden Nervenenden in der dritten obersten Muschelwindung der Nase vorbeistreichen, denn die Gerüche von ruhenden Gasen können nicht wahrgenommen werden. Die Bewegung der gasförmigen Stoffe wird durch die Atmung hervorgerufen. Das menschliche Geruchsorgan ist vielleicht der empfindlichste Apparat, den der Mensch besitzt, denn er übertrifft an Feinheit selbst die besten chemischen Untersuchungsmethoden. So werden auch die wesentlichsten Geschmacksempfindungen beim Tabakrauchen durch die Geruchsnerven vermittelt, vor allem solche, von denen man ganz speziell bei einer Geschmackskritik spricht. Eine gewisse Rolle spielt bei dem Rauchgenuss auch das Tastgefühl, denn es vermittelt das angenehme Gefühl der Wärme und des Tabakrauchvolumens. Die verschiedene Brennart verschiedener Tabake und das unterschiedliche Format der Brandfläche ergeben ganz unterschiedliche Volumina des bei einmaligem normalen Ziehen gewonnenen Rauchs. Vor allem bei milden Zigaretten, die eine größere Rauchmenge ohne Aufdringlichkeit zulassen, ergibt das Tastgefühl die Empfindung der Völligkeit, die besonders im Verein mit dem Gefühl der Wärme angenehm empfunden werden kann. Die Wärmegrade spielen ganz allgemein bei Genussmitteln eine ganz außerordentliche Rolle. Zum Beispiel können auch die raffiniertesten Weinkenner durch geschickte unterschiedliche Temperierung der zu kritisierenden Weine völlig in Verwirrung gebracht werden, und so angenehm der Tabakrauch im warmen Zustand empfunden werden kann, so unangenehm ist die Wirkung des kalten Rocks, wie wir ihn manchmal in schlecht gelüfteten Räumen antreffen oder aus türkischen Wasserpfeifen kennen, wenn bei ihnen das Wasser im Gefäß nicht mehr warm genug ist. Alle Empfindungen, die durch die drei genannten Nervenarten des Geschmacks, Geruchs und des Tastgefühls vermittelt werden, ergeben zusammen den eigentlichen Geschmacksakkord. Genau wie bei Kunstwerken der Musik, Literatur und so weiter nicht die einzelnen Teile, aus denen das Erlebnis besteht, für den Wert maßgebend sind, genauso ist das, was wir Geschmack nennen, jeweils aus vielen Einzelempfindungen zusammengesetzt, die vielleicht jede für sich allein unerträglich sein mögen, aber im Zusammenklang die höchste Befriedigung erzeugen können. Häufig hört man den Gedanken ausgedrückt, dass bei dem Genuss des Rauchens vorzugsweise das Auge beteiligt sei. Man erzählt zum Beweis die Beobachtung, dass man in völliger Dunkelheit ebenso wenig wie ein Blinder am Rauchen Vergnügen finden würde. Zweifellos wird man nicht bestreiten können,
dass die Betrachtung der aufsteigenden Rauchwölkchen ein beschauliches Gemüt in den genießerischen Zustand der Gedankenlosigkeit zu bringen vermag. Aber es wäre durchaus verfehlt, hierin einen Hauptgrund des Rauchbedürfnisses suchen zu wollen. Es gibt sehr wohl Blinde, die rauchen, und sehr viele Menschen, die gar nicht den Unterschied kennen, den man nach der vorhergehenden Behauptung zwischen dem Tabakgenuss bei Licht und bei Dunkelheit machen müsste. Gerade für die Geschmackskritik sind die Wahrnehmungen des Auges völlig belanglos. Wenn Gründe gesucht werden sollen, weshalb die Tätigkeit des Auges beim Rauchen nur ungern völlig ausgeschaltet wird, so sind sie sehr leicht darin zu finden, dass jeder Mensch nur mit Unbehagen einen Verbrennungsvorgang ohne vorsichtige Kontrolle der Augen zulässt, zumal wenn beim Anzünden des Tabaks wie in den weitaus meisten Fällen eine offene Flamme verwendet wird. Zu den oben genannten mehr unmittelbaren Genussarten kommen noch einige andere hinzu, die wir zwar als mittelbare Genussarten bezeichnen können, die aber keineswegs unwesentlicher sind. Der Tabak würde für den Menschen bedeutungslos sein, wenn er ausschließlich geschmackliche Reize durch die genannten Sinnesorgane auslösen würde. Schon wenn wir den spielerischen Reiz, den das Verfolgen der Tabakwölkchen unter Umständen verursachen kann, als eine positive Genussmöglichkeit des Tabaks erklären, so muss ein anderer ebenfalls vom Geschmack unabhängiger Reiz noch mehr betont werden, und zwar liegt dieser in den automatischen Bewegungen, die der Rauchvorgang mit sich bringt. Das Saugen an dem Rauchobjekt in periodischen Abständen, die automatisch gleichartigen Bewegungen der Hand und so weiter beschäftigen sehr häufig den Raucher in einem gewissen beruhigenden Maße. Die Beschäftigung selbst ist mühelos und stellt weder körperliche noch geistige Anforderungen, so dass die periodische Tätigkeit eine Entlastung des Körpers und des Geistes ergibt. Dem gleichen Zweck der inneren Beruhigung dienen beispielsweise auch die verschiedenen Perlenketten, die man vor allem bei arabischen Kaufleuten häufig antrifft. Um jede Übereilung zu verhindern und ein gewisses methodisches Vorgehen des Verstandes anzuregen, lassen Sie gedankenlos und automatisch an Ihren Perlenketten eine Perle nach der anderen langsam durch Ihre Finger gleiten. Dadurch wird die Zeit gewissermaßen fühlbar gemacht und in gleichmäßige Intervalle eingeteilt. Jeder, der bei starker Beanspruchung seines Denkvermögens einmal zu solch einem Hilfsmittel gegriffen hat, wird mit Verwunderung die tatsächlich stark beruhigende Wirkung festgestellt haben. Man kann auch in Europa bei sehr vielen Menschen irgendwelche ganz unwillkürlichen gleichmäßigen Bewegungen bei schwieriger Gedankenarbeit beobachten, so dass scheinbar ein instinktiver Drang nach einer Rhythmisierung des Zeitablaufes a priori im Menschen vorhanden ist. Der eine wippt mit den Fußspitzen, der andere klopft mit dem Finger oder seinem Fingerring gedankenlos an seinen Stuhl oder Tisch, die meisten aber greifen zu einem Rauchmittel, das heute beinahe zu einem unentbehrlichen Konferenzrequisit geworden ist. Man kann deutlich bemerken, dass ein langsam und scheinbar sorgfältig genossenes Rauchmittel in Augenblicken starker geistiger Anstrengung zu einem Instrument gleichmäßiger, automatischer, skandierender Nebensächlichkeit wird, das alle störenden Beeinflussungen von Seiten der Umwelt bindet und somit unschädlich macht. Mit dem eigentlichen Rauchgenuss hat diese Nebenerscheinung nichts zu tun. Die beruhigende Einwirkung, die den eigentlichen Wert des Tabaks ausmacht und weder durch Rosenketten noch durch ähnliche Dinge ersetzt werden kann, beruht in seiner wenn auch noch so schwachen narkotischen Wirkung. Die narkotische Wirkung des Tabaks ist außerordentlich verschieden und nicht unmittelbar von den Qualitätsgraden abhängig. Analytisch ist der Nikotingehalt gerade bei den edelsten Dubezeeblättern prozentual am geringsten und bei den ganz tief am Stamm sitzenden Blättern am stärksten. Die Genusswürdigkeit dagegen steht hierzu im umgekehrten Verhältnis. Die Einwirkung des Tabakrauchens auf den Organismus erfolgt durch die Atmungsorgane.
Man hört häufig den Vorwurf gegen die Zigarette, dass sie das Inhalieren des Tabakrauches gegenüber den früher verwendeten Pfeifen und Zigarren begünstige. Demgegenüber muss festgestellt werden, dass das Inhalieren bei Pfeifen und Zigarren zwar seltener ist, die effektive Wirkung aber eher umgekehrt, und da sich überhaupt keine andere Möglichkeit der Beeinflussung des Körpers durch den Tabakgenuss auffinden lässt, ist schließlich letzten Endes die Wirkung selbst entscheidend. Die amerikanischen Tabake und vor allen Dingen ihre Gebrauchsformen, die sich durch besonders breite und große Brandflächen gegenüber der Zigarette charakterisieren lassen, wirken bedeutend schwerer als Zigarettentabake, und dementsprechend ist ihre Einwirkung durch die Atmungsorgane auch erheblicher. Außerdem wird jedoch bei jeder Tabakart und Rauchform die unmittelbare physische Wirkung auf die Lunge ganz außerordentlich überschätzt. Man verkennt vollkommen das enorme Anpassungsvermögen des menschlichen Körpers. Wenn den Wirkungen nachgegangen werden soll, die ein unmäßiger Tabakgenuss hervorruft, dann sind diese wohl kaum je in irgendwelchen Schädigungen der Lunge zu suchen, sondern fast ausschließlich in den Beanspruchungen der Nerven, denn durch die Lunge gewinnt der Tabak einen gewissen Einfluss auf das Blut. Das Blut selbst teilt diesen den Nervenenden mit, und in den nachweisbaren Einwirkungen auf das Nervensystem müssen wir das Einzige sehen, wodurch eine Beeinflussung des menschlichen Organismus durch den Tabakgenuss stattfindet. Wie sich manche törichten Menschen an Lasten überheben, die ihre Kräfte bei weitem übersteigen, und dadurch Schaden an ihrer Gesundheit nehmen, so gibt es auch Menschen, die ihrer Genusssucht keine Grenzen setzen. Aber bei dem Tabakgenuss weiß die Natur Mittel, um den Raucher zur Ordnung zu rufen. Sobald die Beeinflussung des Körpers einen gewissen harmlosen Grad übersteigt, macht der Körper eine erhöhte Anzahl von weißen Blutkörperchen mobil, die eine gründliche Reinigung vornehmen. Dies wird von einer Erhöhung der Körpertemperatur begleitet, so dass der Raucher sich heiß oder sogar fieberig fühlt. Dies ist ein Warnungsruf: Halt, jetzt hör auf. Darauf muss der Raucher unbedingt achten, denn wenn er diese Stimme der Natur überhört, wird sie sehr energisch und steigert dies bei außergewöhnlichen Exzessen bis zu wirklichem Fieber, Frösteln, Schwäche und Schwindelanfällen, eine sogenannte Nikotinvergiftung. Gegen sinnloses Übertreiben und die Unvernünftigkeit der Menschen gibt es allerdings keine Mittel, aber daran ist nicht der Tabak schuld. Es ist eben hier auch so wie sonst überall im Leben. Wenn jedoch der Warnung der Natur Folge geleistet wird, dann bleibt sie ohne die geringsten Folgen. Als gutes Gegenmittel merke man sich Kaffee und Tee, die als gerbsäurehaltige Stoffe das Alkaloid Nikotin binden und dadurch unschädlich machen. Deshalb raucht der kluge Türke am liebsten seine Zigarette zu einer guten Tasse Mokka, wobei sich beide Genussmittel gegenseitig in sehr weitgehendem Maße aufheben. Die dem Mundspeichel durch den Tabakrauch mitgeteilten Stoffe, deren Geschmackseigentümlichkeiten an dem sogenannten Nachgeschmack erkannt werden, gelangen durch das gewohnheitsmäßige Schlucken in den Magen. Man hört infolgedessen häufig die Annahme, dass der Einfluss des Tabakgenusses auf den Raucher vorzugsweise hierdurch erfolgt. Dies ist jedoch nicht der Fall, denn die dem Speichel mitgeteilten Stoffquanten sind außerordentlich gering, wie wir an der bezeichnenden Geringfügigkeit des Nachgeschmackes sehen. Und außerdem würde selbst ein Tabaksud einen gründlich verdorbenen Magen ergeben, aber keineswegs die typischen Genusserlebnisse des Rauchens. Man hört hin und wieder, dass die durch den Speichel aufgelösten Tabakstoffe eine Förderung der Verdauung bewirken, also leicht abführend wirken, aber von Beschwerden könnte nur dann die Rede sein, wenn der Magen nicht in Ordnung und daher überempfindlich war, also sowieso eine ganze Reihe von Dingen nicht vertragen hätte, die für einen gesunden Magen sogar wichtige und unbestreitbar wertvolle Nahrungsmittel sein können.
Wenn jemand einen schwachen Magen hat, ist ihm wohl einerseits ein starker Tabakgenuss nicht zu empfehlen, aber andererseits müsste man den Betreffenden gleichzeitig vor einer ganzen Anzahl schöner Dinge wie Hummer-Mayonnaise, Plumpudding u.a. warnen. Ähnlich wäre es, wenn man von einem Einwirkungsweg des Tabaks auf den menschlichen Körper reden würde, sobald irgendjemand bei starker Erkältung und übergroßer Empfindlichkeit der Atmungsorgane durch den Tabakrauch Hustenanfälle bekommt. Wenn jemand stark erkältet ist, so wird er tunlichst seinen Tabakverbrauch auf ein Mindestmaß beschränken oder lieber zeitweise überhaupt einstellen, ohne dass dies für die Frage nach der Beeinflussung des menschlichen Körpers durch den Tabak von Bedeutung sein kann. Die mittelbaren Arten des Tabakgenusses, die den unmittelbaren des reinen Geschmacksgenusses gegenüberstehen, lassen sich in zwei Gruppen teilen. Einmal handelt es sich um Anregungen des reinen Einbildungsvermögens und weiterhin um die obig beschriebene Einwirkung auf die Nerven. Beide Arten sind sowohl unter sich als auch von dem unmittelbaren Geschmacksgenuss untrennbar. Keine Art tritt irgendwie allein auf, sondern erst alle zusammen ergeben in ihrer außerordentlichen Kompliziertheit und Fülle von unkontrollierbaren Einzelempfindungen dem Kenner den im Einzelnen niemals restlos definierbaren, beinahe geheimnisvollen Genuss an einem edlen Tabak. Dem Menschen ist es nicht gegeben, eine größere Anzahl von unzusammenhängenden Sinneseindrücken gleichzeitig empfinden zu können. Es ist demnach natürlich, dass der Tabakgenuss einen bestimmten Bereich des Vorstellungsvermögens des Menschen in Anspruch nehmen und den Menschen dadurch von vielen störenden Dingen ablenken kann, die ihm zwar vielleicht nicht zum Bewusstsein kommen, die aber in ihm ein Gefühl der Unrast und der Konzentrationsunfähigkeit erregen. Die gleiche Wirkung erzielt der Tabakgenuss durch seine Beeinflussung der Nerven. Bei dem modernen Menschen existiert meistens eine außerordentliche Überempfindlichkeit der Nerven. Der Tabakgenuss vermag nun diese Überempfindlichkeit zu dämpfen. Es ist ähnlich wie bei den vielen allopathischen und homöopathischen Beruhigungsmitteln, die Ärzte zu verschreiben pflegen. Nur ist die rein organische Wirkung ganz unvergleichlich schwächer, denn, wie gesagt, kommen beim Tabakgenuss so viel mehr suggestive Momente hinzu, dass die praktische Wirkung der Beruhigung und Abdämpfung der Überempfindlichkeit der Nerven in den feinsten Graduierungen erreicht wird, ohne dass die tatsächlich physische Beeinflussung der Nerven wesentlich zu sein braucht. Die Abdämpfung der Überempfindlichkeit der Nerven zusammen mit der Ablenkung, die alle physischen und psychischen Wirkungen des Tabaks ergeben, lassen den Menschen eine Ruhe und eine Behaglichkeit kennenlernen, die er anders sich nur durch stets recht wenig empfehlenswerte Drogen verschaffen könnte. Es ist zu allen Zeiten bekannt gewesen und auch gerade in dem letzten Kriege immer wieder bestätigt worden, wie sehr der Tabakgenuss den Menschen über die Mangelhaftigkeit einer Situation hinwegzubringen vermag. Er stillt Schmerzen, beruhigt den Hunger und lässt die größten Aufregungen überwinden. Wie häufig bringen starke geistige Beanspruchungen das menschliche Gehirn in eine Unruhe, die schließlich keinen geschlossenen Gedanken ganz mehr aufkommen lässt. Das durch starke Stöße angetriebene Räderwerk des Gehirns kommt nicht zum Stillstand, selbst dann nicht, wenn die Aufgabe vollbracht ist, also Hoffnung und Anrecht auf Ruhe und Erholung besteht. Der Tabak dämpft die Unrast des Räderwerkes. Er verschließt die vielen Pforten zu den Nebenwegen haltloser Gedankenabschweifungen und beseitigt die ununterbrochene Ablenkung von beabsichtigten großen Gedankengängen, die der moderne Mensch mit seinem häufig so mangelhaften Konzentrationsvermögen, der Überreiztheit seiner Nerven und der daraus sich ergebenden Zerstreutheit und gedanklichen Zersplitterung dauernd erlebt. Der Tabakrauch wirkt wie das Öl im Kompass, es verhindert nicht die Zielrichtung der Kompassnadel, aber es sorgt dafür, dass die Nadel nicht von jeder Kleinigkeit abgelenkt wird und ununterbrochen unruhig hin und her zittert,
sondern dass sie ruhig, sicher und beständig ihre Aufgabe erfüllt. Die Schönheit des kultivierten Tabakgenusses liegt aber vor allem in der sich aus dem Vorhergehenden ergebenden Anpassungsfähigkeit der Wirkung an die jeweiligen Bedürfnisse. Demjenigen, der sich behaglich ausruhen will und Ablenkung von allen vorhergehenden Beschäftigungen sucht, ermöglicht er eine ruhige innere Behaglichkeit. Andererseits ermöglicht der Tabakgenuss demjenigen, der die Anregung zu intensiver Arbeit sucht, die notwendige Konzentration der Gedanken und die Erfrischung seines körperlichen Befindens. Selbstverständlich ist physisch die Wirkung des Tabaks immer wieder dieselbe, und nur nach Stärkegraden abstufbar, aber gerade weil die Wirkung nicht wie bei Schlafmitteln oder ähnlichen Drogen in starker physischer Beeinflussung beruht, sondern weil sie beinahe nur andeutet und anregt, ermöglicht sie die ruhige, sichere Grundfläche, auf der sich ungestört alles das aufbauen lässt, worauf die Wünsche des Rauchers abzielen. Selbstverständlich spielt hierbei die Einbildung eine große Rolle, aber sie ist ein wichtiger Bestandteil des Tabakgenusses. Es ist keine Einbildung, die auch ohne den Tabakgenuss konstruiert werden könnte, sondern sie kann eben nur durch die wenn auch geringen Einwirkungen auf die Nerven zusammen mit den wichtigen Geschmacksmomenten entstehen. So ist es tatsächlich möglich, dass man in einem Falle durch den Tabakgenuss lebhaft angeregt wird und in einem anderen Falle gerade gegenteilig beruhigt wird. Diese mit verschiedenen Differenzierungen möglichen verschiedenen Wirkungen kann der kultivierte Raucher durch bestimmte Geschmacksdifferenzierungen unterstützen. Die Wichtigkeit der verschiedenen Geschmacksarten ist gerade darin zu suchen, dass sie das jeweilige Endergebnis der verschiedenen praktischen Wirkungsmöglichkeiten bis zu einem gewissen Grade bestimmen. Es ist gesagt worden, dass durch eine Auswahl der Tabake nach verschiedenen Geschmacksakkorden die jeweilig beabsichtigte Wirkung des Rauchgenusses bestimmt werden kann. Außer einer solchen Anpassung an die jeweilig durch Augenblicksstimmungen bedingten Geschmacksforderungen wird jedoch vor allem die Anpassung an die jeweils individuellen Eigenarten des Rauchers vorauszusetzen sein. Die individuellen Eigenarten eines Rauchers liegen einerseits in der Eigenart jedes persönlichen Geschmacksempfindens begründet, andererseits ist das Temperament und deshalb sogar die Lebensanschauung des Einzelnen von grundlegender Wichtigkeit. Es mag snobistisch klingen, wenn in scheinbarer Anlehnung an ästhetisierende Phrasenhelden heutiger Mode unproblematische und primitive Genussmittel mit weltanschaulichen Dingen zusammengezogen werden, aber die Tatsache des innigen Zusammenhanges ist jedem Untersuchenden so unbestreitbar, dass eine Tabakbewertung auch von dieser Seite aus zu vertreten ist. Schon der alte Platon teilt alle Genussmöglichkeiten des Menschen in zwei scharf voneinander zu trennende Arten, die den Zusammenhang des Tabakgenusses mit den wesentlichsten geistigen Werten des Menschen bedingen. Er unterscheidet einerseits die negativen Genüsse, das heißt solche, die nur in der Beseitigung eines Mangels bestehen. Hierzu rechnet er alle Genüsse des Essens, des Trinkens, der Liebe und so weiter, die Befriedigung aller körperlichen Bedürfnisse, die ja erst durch die Voraussetzungen des Hungers, des Durstes, der Liebessehnsucht und so weiter möglich werden. Die andere Art von Genüssen nennt er Geschenke der Götter. Hierzu gehören nur zwei Formen, die Freude an Erlebnissen und Ergebnissen des Verstandes und Narkotika. Unter Narkotika verstanden die alten Griechen zwar noch nicht den Tabak unserer Zeit, aber ein Rauschmittel, das praktisch für sie dieselbe Bedeutung hatte wie für uns der Tabak, denn es waren wohlriechende Räuchereien, die zum Zweck leiser Abdämpfung der Nerven und Befreiung des Geistes aus den Hemmungen körperlicher Gebundenheit eingeatmet wurden. Solche Genussmittel und die mannigfaltigen Betätigungen des menschlichen Geistes waren die voneinander untrennbaren Geschenke der Götter. Man lese im Symposion des Xenophon die Worte des großen Sokrates:
mit denen er den Segen dieser Göttergeschenke gegenüber der brutalen Genusssucht seiner Zeit vertritt, und man wird verstehen, welchen innigen Zusammenhang ein harmloses, primitiv erscheinendes Genussmittel in Wirklichkeit mit den unsterblichen Worten und Werken der alten Griechen beansprucht hat, vor denen wir heute noch voll Staunen und ehrfürchtiger Bewunderung stehen. Das göttliche Geschenk unserer Zeit ist der Tabak, in ihm liegt die Philosophie unserer Zeit begründet. Aus seinen Erscheinungsformen lassen sich die Stile und Charaktere der Jahrhunderte seiner Herrschaft erkennen, denn die Innigkeit seines Zusammenhanges mit dem Wechsel der Anschauungen verlangt eine Anpassung seiner Wirkungsarten, aus denen wir heute rückwirkend psychologische Studien der Zeiten machen können. Es wird wohl kein Genussmittel vorgewiesen werden können, das derartig anpassungsfähig ist wie der Tabak. Nicht nur die unendlich mannigfaltigen rein geschmacklichen Abstufungen, sondern auch die mannigfaltigen Genussformen, zum Beispiel in den verschiedenen Pfeifenarten, als Kautabak, Schnupftabak, Zigarre, Zigarette und als Räuschermittel, ergeben Varianten, die den weitest auseinanderliegenden Genussbedürfnissen gerecht werden können. Um innerhalb der Vielheit von Erscheinungsformen eine gewisse Übersicht zu gewinnen, müssen wir uns auf einige wenige typische Formen beschränken und jedem Leser überlassen, durch Ableitungen und Mischungen unter den aufgestellten Beispielen nach eigenen Erfahrungen die der Wirklichkeit entsprechende Mannigfaltigkeit zu ergänzen. Weiterhin müssen wir die vielen Formen eines Tabakgenusses ausschalten, die dem modernen Europäer fast unbekannt sind und niemals Einfluss gewonnen haben. Streng genommen sind doch auch Opium, Haschisch, Betelnuss, Kiff-Kiff und sogar Kokain und Äther Genussmittel, die durch Rauchen, Kauen, Schnupfen genossen werden, tabakartige Narkotika, wenn auch ihre Gleichstellung mit den Erzeugnissen aus der Tabakpflanze sehr ungerecht sein würde. Für den Europäer sind jedoch eigentlich nur die verschiedenen amerikanischen Tabake mit ihren süd- und westeuropäischen, afrikanischen und so weiter Anbaugebieten einerseits und die Orient-Tabake im Südosten Europas und Vorderasiens andererseits von allgemeiner Bedeutung. Die Unterscheidung ist historisch nicht richtig, aber praktisch durchaus anwendbar, so dass wir im Folgenden zwischen amerikanischen und orientalischen Tabaken unterscheiden wollen, ohne dabei an entsprechend begrenzte Herkunftsländer zu denken. Die beiden Tabakarten unterscheiden sich in ihrem Geschmack wie in ihrer Rauchwirkung grundsätzlich. Sie entsprechen verschiedenen Menschenarten und verlangen entsprechend unterschiedliche Genussmethoden. Der Geschmacksakkord der amerikanischen Tabake wird besonders durch seine hauptsächlichen Verbrauchsformen, in der Pfeife und als Zigarre bedingt. Beide Formen ergeben gegenüber der Zigarette eine weitaus größere Brandfläche, wodurch das Empfinden größerer Völligkeit und größerer Wärme ausgelöst wird. Ohne das positive Gefühl größeren Rauchvolumens beim normalen Ziehen an der Pfeife oder Zigarre würde der Genuss des amerikanischen Tabaks unvollkommen bleiben müssen, denn die Geschmackseigenarten sind meist sehr fein unter einer recht großen Herbheit des Rauchs verdeckt. Auch die eigentliche Rauchwirkung ist nur langsam fortschreitend, sie würde bei zu geringer Völligkeit nur ungenügend zur Entwicklung kommen. Dem Zigarettenraucher ist außer der Wärme und der Völligkeit beim Rauchen der amerikanischen Tabake besonders die schon genannte Herbheit auffallend. Die Nervenenden der Nase scheinen mit ziemlicher Bitterkeit und Schärfe gereizt zu werden, und nur langsam entwickelt sich daneben ein eigentliches Aroma, das der richtige Zigarrenkenner jedoch gerade bei den ersten Zügen am deutlichsten zu verspüren meint. Man muss sich zwei verschiedenartige Stärkegraduierungen vorstellen, um sich ein Beurteilungsbild zu schaffen. Ein Rauchmittel kann äußerlich und auch innerlich kräftig sein. Äußerlich kräftig soll heißen, dass die Beizende-Wirkung auf die Geschmacks- und Geruchsnerven sehr stark ist, innerlich soll dagegen heißen,
dass ihre Rauchwirkung ganz unabhängig vom Geschmack kräftig oder nachhaltig ist. Dies entspricht verschiedenen Geschmacksforderungen, die einen lieben ein mildes Aroma bei relativ kräftigerer narkotischer Wirkung, die anderen wollen den Rauch vor allem richtig fühlen. Im Bereich ja auch aller der Tabakarten, die wir aushilfsweise einfach amerikanische Tabake nennen, gibt es, wie schon gesagt, eine übergroße Zahl unterschiedlichster Provenienzen, Sortierungen und Mischungen. Zum Unterschied vom Orient-Tabak ist er jedoch keineswegs auf so komplizierte Mischungsrezepte angewiesen, um genossen werden zu können. Er ist relativ einfach. Die Unterschiede der Tabake von Habana, Sumatra, Java, Puerto Rico, Mexiko, Varinas, Manila, Maryland und so weiter beruhen zwar auch auf aromatischen Variationen, aber hauptsächlich auf den verschiedenen Verhältnissen der äußeren und inneren Kraft der Rauchwirkung. Bei den Habanga-Tabaken ist das Verhältnis zugunsten eines sehr edlen Duftes sehr weit nach der inneren Kraft verschoben. Deshalb wird gerade dieser Tabak als hochwertiges Würzmittel bei sehr vielen Mischungen verwandt. Aber auch bei ihm ist die innere Wirkung an eine langsame Entwicklung gebunden. Diesen Eigenarten des amerikanischen Tabaks entsprechen auch ihre Freunde. Die langsame Entwicklung seiner inneren Kraft verlangt eine relativ lange Dauer des Rauchvorganges und die entsprechende Zeit, Ruhe und Aufmerksamkeit. So sehen wir den richtigen Zigarrenraucher in unbeirrbarer Ruhe die ganze Entwicklung genießerisch auskosten. Junge Leute verstehen selten, eine gute Zigarre richtig zu genießen, sie haben weder die Zeit, die Ruhe, noch die beschauliche Lebensphilosophie, die zur Zigarre gehört. Allerdings ist der intensive Genießer der Zigarre ein Extrem, das nicht allzu häufig vorkommen mag, aber mehr oder weniger hat jeder Zigarrenraucher von diesem Typ in sich. Das vollkommenste Bild ergibt der genießerisch und kultivierte Holländer der alten Zeit. In ihm hat eine jahrhundertelange Tradition seiner Kolonialbeziehungen eine Rauchkultur entstehen lassen, die nirgends sonst in der Welt gefunden wird. Die Einfachheit des Aromas und das Konkrete der voluminösen Rauchwirkung edler amerikanischer Tabake ergab die Weltanschauung saturierter Menschen. Sie lieben positive und einfache Dinge. Die schweren Importen setzen einen guten Magen voraus. Die Beschaulichkeit des Genusses bedingt ein ruhiges, streng geregeltes Leben, das sich in der holländischen Häuslichkeit und dem unbeirrbaren Konservativismus der Vertreter alter Rauchkultur zeigt. Es bedingt das Bedürfnis eines soliden Fundamentes auch eine Begrenzung der Interessen auf wenige Dinge positiver Art. Daher die Abneigung gegen alles Genialische und die häufige Abwertung der Menschen nach einseitigen Gesichtspunkten, zum Beispiel der jeweiligen Vermögensbasis. Aber die alten Herren haben einen Stil und eine Lebenskunst bewiesen, die sie mit Recht jedem Angreifer auf ihre etwaige Nüchternheit, ihr Spießbürgertum und ihre Verachtung spekulativer Dinge zur Rechtfertigung vorweisen können. In allen möglichen Abschattierungen findet man in aller Herren Ländern Konsumenten amerikanischer Tabake, die dem Typ des alten Holländers mehr oder weniger ähneln. Die Ähnlichkeit der Weltanschauungen nimmt mit der Ähnlichkeit der Genussformen zu und ab. Von dem erklärten Typ der edlen amerikanischen Tabake leichterer äußerer und schwererer innerer Kraft laufen Ketten von Übergängen nach den anderen Grenzfällen, die mehr durch kräftiges äußeres Aroma zugleich oder auch ohne innere Kraft oder gar durch Verzicht auf Kraft in beider Hinsicht charakterisiert werden. Die äußerlich größere Milde der edlen holländischen Zigarren leistet der beruhigenden Wirkung des Rauchgenusses mit dem Ziel der Erholung Vorschub. Die Zunahme der geschmacklichen Reizung veranlasst bei aller Beruhigung der Nerven eine mehr anregende Wirkung. Infolgedessen werden die Zigarren stärkerer aromatischer Art vorzugsweise in romanischen Ländern geraucht, wo das lebhaftere Temperament keine rechte Würdigung der geschmacklich weniger aufdringlichen Tabake aufkommen lässt.
Dem Nordländer erscheint der Romane sehr oft äußerlicher und manchmal oberflächlicher, als objektiv zugegeben werden kann, aber dieser Anschauungsunterschied prägt sich sehr deutlich in den Genussformen des Tabaks aus. Eine Pfeffersuppe, wie sie der Spanier kennt, ist in Nordeuropa eine Unmöglichkeit, aber trotzdem kann man nicht allgemein von einem geringeren Geschmacksraffinement der Romanen sprechen. Charakteristisch ist jedoch für sie das Bedürfnis stark anregender Geschmacksreize, ohne die er keinen wirklichen Genuss anerkennt. Der Romane ist selten fähig, ein Genussmittel fast um seiner selbst willen zu verehren. Es ist ihm Mittel zum Zweck, ohne Gedanken an Vertiefung. Er will einen unmittelbaren Reiz verspüren, trotzdem er auch bei den schärfsten Reizen noch Unterschiede macht. Es lässt dies den Verdacht aufkommen, dass seine Sinne schon sehr abgestumpft und verbraucht sind, dass er Sensationen verlangt, die den Stierkämpfen der Spanier und den Grausamkeitsinstinkten mancher alten Völker entsprechen. Es liegt scheinbar eine Weltanschauung zugrunde, die sich in äußerlichen Wirkungen, scharfen Genüssen, extremen Vorstellungen und in einer Schärfe äußerer Gegensätzlichkeiten auslebt, ohne dass große Beharrlichkeit, Methodik, ernste Vertiefung und positive Fundierung gesucht wird. Es gibt dort Zigarren von einer Giftigkeit des Geschmacks, dass deren Genuss schon beinahe pervers genannt werden kann, es liegt manchmal cum grano salis fast ein wenig genießerische Selbstquälerei zugrunde. Bei den noch möglichen Unterschieden der äußerlichen Geschmacksmomente und den entsprechenden individuellen Unterschieden der Raucher besteht trotzdem keine betonbare Individualität. Die überraschend große Gleichförmigkeit des Tabakgenusses verbirgt ein geringes Individualisierungsbestreben innerhalb des Volksganzen als Masse. Die Kultur des Romanen ist die schöne Kultur der Gäste, der gedanklich unbeschwerten Form, der den Nordeuropäern beneidenswert erscheinenden künstlerischen Selbstverständlichkeit und scheinbaren Problemlosigkeit. Sie lässt eine Kultur der Zigarre am holländischen Maßstab gemessen nicht zu, sie ergibt keine Häuslichkeit, keine Beständigkeit und keine Intimität. Weil dem Romanen an der Vertiefung der inneren Wirkung nichts liegt, wertet er für die amerikanischen Tabake auch die sonst wenig verständliche Form der Zigarette aus. In dieser Form verliert infolge der kleineren Brandfläche und der kürzeren Genussdauer der amerikanische Tabak seine innere Kraft fast ganz und gar. Der in der Zigarre durch die Schärfe hindurch lebendige aromatische Geschmack wird gleichfalls sehr vermindert, es bleibt das äußerliche Vergnügen am Rauchvorgang selbst, an den automatischen Bewegungen und vor allem an der Sensation des herben Tabakreizes, der nur wenig feinere Geschmackseigenarten und Graduierungen empfinden lässt. Hier ist der Tabakgenuss zu einer ganz nebensächlichen, lediglich anreizenden Aufgabe abgedrängt worden. Sein Genuss ist völlig andachtslos geworden und dadurch kaum entwicklungsfähig. Außer diesen Grenzfällen äußerlicher und innerlicher Kraftentfaltung des Tabaks gibt es noch eine Kategorie von Menschen, die zwar gern Zigarren rauchen, aber in der immerwährenden Angst vor der Kraft leben. Es sind die vielen besonders in Deutschland heimischen Raucher, die stets nach kleineren Formaten und hellen Farben in der Hoffnung auf große Leichtigkeit des Tabaks suchen. Sie kennen keine Intensität genießerischer Rauchmethoden, auch nicht die Brutalität ätzender Sensationen, sie suchen eine milde leichte Sorte und haben die Idee aufgebracht, dass die Milde an der Helligkeit der Deckblattfarben erkennbar sei. Diejenigen dieser Kategorie, die noch das Bedürfnis aromatischer Erlebnisse mitbringen, sind eigentlich verloren gegangene Zigarettenraucher. Sie haben die Zigarre von ihren Vorbildern übernommen, ohne die Zeit und Ruhe für einen intensiven Genuss aufbringen zu können oder einen Sinn für scharfe Anreize zu besitzen. Diese Zwischengeneration versucht in ihrer Anschauung traditionell zu sein, ohne auch nur eine Ahnung von dem Stil ihrer Vorbilder zu haben,
Sie rauchen aus einem unklaren Verlangen heraus, pendeln ziemlich wahllos zwischen scheinbaren Geschmackskulturen hin und her, ahmen mehr nach, als sie selbst nachzuerleben vermögen. Sie sind so farblos wie ihre Geschmacksbegriffe, trotzdem sie in verzeihlichem Selbstbetrug sich für wichtiger halten, als sie sind. Sie haben keine Weltanschauung. Wenn der Romane trotz seines Temperaments doch noch die eigentlichen Formen des Genusses amerikanischer Tabake, vor allem die Zigarre beibehalten hat, so liegt das daran, dass seine wenig intensive Ausnutzung dieser Form seinem Temperament keine große Beschränkung auferlegt. Die Zunahme des Lebenstempos in den letzten Jahrzehnten musste jedoch die jüngeren Europäer notwendig zur Abwendung von der Zigarre überhaupt führen. Die Intensität des Genussverlangens blieb dieselbe, so dass der amerikanische Tabak in Form der Zigarette nur einen sehr unvollkommenen Ersatz gebildet hätte. Es musste also ein Tabak gefunden werden, der würziger, aromatischer und auch innerlich kräftiger war als die bisherigen amerikanischen Tabake, und bereits in der Form der Zigarette bei kürzerer Brenndauer und kleinerer Brandfläche wirksam werden konnte. Im Gegensatz zu den Orient-Tabaken müssen die meisten amerikanischen Tabake außer der Fermentation noch einen Verwandlungsprozess durchrösten, Zusatz von Weizen und Laugen aus Zuckerstoffen, Salzen, Färbemitteln, Gewürzen und so weiter durchmachen. Dadurch konnte man die Geschmackserscheinungen in weitem Maße künstlich variieren. Dies benutzte man besonders bei den Virginia-Tabaken, um diese für die Bedingungen der Zigarettenform brauchbar zu machen, so dass der Name Virginia-Tabak heute bereits fast speziell den typischen englischen Zigarettentabak bezeichnet, trotzdem Virginia-Tabak, der sogenannte echte Tabak, die eigentliche Mutterpflanze fast aller edlen Tabaksorten der Welt bedeutet. Der Virginia-Zigarettentabak ist heute typisch für die angelsächsischen Länder, besonders Nordamerika. Eine sehr große Kultur verrät dieses Zwischenprodukt nicht. Es ist im Geschmack ziemlich gehaltlos und vorwiegend durch die künstlichen Zusätze bestimmt, ist aber immerhin der Zigarettenform angepasst und ermöglicht bei kleinerer Brandfläche und kürzerer Brenndauer einen bis zu einem gewissen Grade abgeschlossenen Geschmacksakkord. Sicher ist die Virginia-Zigarette beinahe bis zur blonden Farbe des Tabaks für die Angelsachsen charakteristisch, sie gehört zu einer etwas sentimentalen Süßigkeit und auf die Dauer zu einer großen Langweiligkeit. Variationsmöglichkeiten sind nicht viel gegeben, da der süße Zuckergeschmack sich immer wieder vordrängt. Geistig komplizierter organisierten Menschen kann der künstliche Zigarettentabak wenig bieten. Die alte Zigarrenkultur ist im Aussterben. Die Genussintensität der Pflanze ist in unseren kalten Ländern nicht möglich. Die modernen Menschen beanspruchen Echtheit, Variabilität der Genussstärke, Schnelligkeit der Wirkung und einen Reichtum von Geschmacksakkorden, wie sie keine der bisherigen Arten des Tabakgenusses ermöglichen konnte. Die Weltanschauung des modernen Europäers des 20. Jahrhunderts ist nicht mehr wie in vergangenen Jahrhunderten ausschließlich in begrenzten religiösen Vorstellungen begreifbar, sondern in einer philosophischen Fundierung, die den Reichtum aller naturwissenschaftlichen und erkenntnistheoretischen Errungenschaften aller Zeiten und Völker einbegreifen will. Das Wissen der Relativität unserer Vorstellungen lässt uns die Vergänglichkeit aller Erscheinungen tiefer empfinden, als es unseren Vorfahren möglich war. Heute suchen wir das Absolute nicht mehr in real empfundenen Bildvorstellungen, sondern in den Beziehungen der Dinge zueinander, im Kontrast, im Akkord und in der ewigen Ausgleichssehnsucht, die uns als der göttliche Funke lebendig hält. Dadurch gewinnen wir Kontakt mit der Philosophie des Ostens, und analog dieser Annäherung in den Grundanschauungen eroberte sich der Orient-Tabak mit seiner wundervollen reichen Geschmackskultur die Gegenwart des jungen Europa.
Der Orient-Tabak ist im Laufe der Zeit von dem Bild des Türken untrennbar geworden, dem er seine einzigartige Kultur verdankt, und dessen Anschauungen er in vollkommen steher Weise widerspiegelt. Die Türken sind uns jungen Europäern gegenüber ein altes Volk, dessen Stileinheit und Anschauungsreife dementsprechend allen modernen Kulturerscheinungen Europas außerordentlich überlegen ist. Die Gewandtheit im Verkehr, die Feinheit der Sitte, die Lebensweisheit und Geschmackskultivierung in äußerlichen Dingen hat manchem ernsthaft und objektiv beobachtenden Europäer Bewunderung und auch Beschämung über den eigenen so unbegründeten Hochmut abgenötigt. Der Türke hat das Erbe von Jahrtausenden uralter Kulturländer angetreten, ihre Entwicklungskraft mag erloschen sein, aber sie verwalten ihr geistiges Erbe gut. Die Lebensanschauungen des feingebildeten Türken haben eine gewisse Ähnlichkeit mit dem schon geschilderten holländischen Raucher. Es verbindet beide eine gewisse bedächtige Gründlichkeit in ihrem Lebensgenuss mit allen sich daraus ergebenden Folgerungen bezüglich der Charakterisierung, aber der Türke ist abgeklärter und noch weit mehr Philosoph als sein holländisches Gegenstück, er ist vor allem differenzierter, feingeistiger, raffinierter und weniger saturiert. Es ist dies der Unterschied zwischen Zigarett und Zigarre, zwischen dem Orient-Tabak und dem amerikanischen Tabak, beide Sorten vertreten durch ihre vollkommensten Genießer. Es ist nicht anzunehmen, dass die Zigarettenform schon frühzeitig bei den Orientalen bevorzugt wurde. Auch hier wird die Pfeife die größte Rolle gespielt haben. Aber die Variationsmöglichkeiten, die der Orient-Tabak durch die Mischungsmöglichkeiten fand, ließen den Wechsel zu dieser oder jener Genussform mühelos zu. Das Bild des vornehmen Türken, fast bewegungslos, mit untergeschlagenen Beinen auf seinen Polstern wie eine indische Buddha-Figur sitzend, mit dem langen Rohr seines Chibuk oder dem Schlauch seiner Nargile, seiner Wasserpfeife in den Fingern, umgeben von leichten blauen Rauchwölkchen voll milden Duftes, ist uns das Bild des über alle Lebensunwichtigkeiten erhabenen Philosophen. In kleinen Zeitabständen sieht man den Tabak im Pfeifenkopf aufglühen oder hört das monoton gurgelnde Geräusch der Wasserpfeife, Takte eines Zeitraums wohliger Wunschlosigkeit und restloser Ruhe. Man glaube nicht, dass dies ein primitiver Zustand ist, er ist ungeheuer kompliziert. Es ist eine Überwindung der Mannigfaltigkeit menschlicher Triebe und keine einfache Ablehnung derselben. Es ist nicht die Absonderung des Nichts-Erleben-Wollens, sondern die Reife des Alles-Erlebt-Habens, die Generationen unbändigen Lebens ermöglicht haben. Ganz analog ist der Geschmacksakkord, der dieses Nirvigintana spiegelt. Er ist keine einfache Tierz oder Kent, sondern eine berauschende Musik, die sich aber immer wieder in seltsam volltönenden Harmonien auflöst. Es sind die unbeschreiblichen Geschmacksakkorde der edlen milden Xanti-Tabake, die in ihren eigenen Abstufungen untereinander gemischt aus sich selbst heraus, aus der Vielheit der Empfindungen, eine mildstrahlende Einheit zu ergeben vermögen. Die Müdigkeit, die dem Erlebnis zugrunde liegt, ist uns heute nicht mehr fremd. Es ist doch alles eitel, mit diesem Gedanken verbinden wir von Zeit zu Zeit eine Sehnsucht nach Erlösung, die stärker ist als der Spott der Lebensgierigen, die ja doch auch einmal still und andachtsvoll erkennen werden, was Ewigkeitswerte der Erkenntnis bedeuten. Diese Ruhe des Wissens hat nichts mit Stumpfsinn zu tun, es ist vielmehr die Grundlage einer stillen Heiterkeit und genussvoller Gedankenspielereien. Die Mohammed Anis CHE Spruchweisheit ist berühmt und verrät eine Kraft in dieser scheinbaren Passivität, die die Sprünge jugendlich begeisterter Welteroberer überleben wird. Die philosophische Stimmung ist die Grundtendenz des 20. Jahrhunderts. Die schon allgemeinere Erkenntnis der Relativität, die früher erst der Weisheit des reiferen Alters entsprach, lässt uns heute die Dinge des Lebens anders anschauen,
als dies in den vorhergehenden Generationen bei uns der Fall gewesen sein mag. Trotzdem kann sich naturgemäß die heutige Jugend nicht auf die gleiche Temperamentlosigkeit einstellen, die dem geschilderten Bilde zugeschrieben werden muss, aber auf der aufgeklärten Grundstimmung lassen sich alle dem Reichtum der orientalischen Tabakke analogen Eigenarten aufbauen, die zusammen das 20. Jahrhundert charakterisieren. Gegenüber der älteren Zeit sind wir vor allem weitaus differenzierter in unseren Empfindungsgleichnissen geworden, besonders in innerlich individuellen Angelegenheiten. Die scharfen äußerlichen Reize, die auch die beste Zigarre noch von der Zigarette unterscheiden, bedeuten heute kaum noch einen Ausgleich zu gleichartig äußerlichen Erregungen. Die Probleme sind tiefer, und nicht ohne Sinn erwacht heute die Wissenschaft der Psyche zu überragender Bedeutung. Die Empfindungsmannigfaltigkeit, die der Zigarette folgt, ist auch eine mehr innerliche, ihr äußerlicher Reiz ist so gering, dass ein richtiger Zigarrenraucher ihr Wesen nicht erkennt. Und doch vermag die innerliche Kraft der Zigarette ein Tempo anzuregen, das niemals von der Zigarre erreicht werden kann. Von den milden Mischungen der Xanti-Tabakke bis zu den aufregenden Schwarzmeer-Tabakken ist ein Spielraum gegeben, der der immer stärkeren Individualisierung des modernen Europa die Zahl der Graduierungen abläuft. Lassen wir dem Xanti-Tabak beispielsweise die Tendenz und mischen wir ihn mit edlen Kavalabasma-Blättern, so entsteht ein Geschmacksakkord, der bei aller Ruhe einer gewissen geistigen Hellhörigkeit Vorschub leistet. Würzen wir vorzugsweise mit Smyrna-Tabakken, dann erleben wir den Rausch süßer Sinnlichkeit. Die Samson-Tabakke sind kriegerisch wie Janitscharen-Musik, und manche Russentabakke begleiten das verzehrende Feuer genialischer Nervosität. Nun sind die meisten Menschen keine scharf umreißbaren Typen, es lebt in jedem von uns mehr oder weniger Himmel und Hölle, innerhalb des Grundcharakters unserer Zeit. Und deshalb werden die modernen Zigaretten nicht so einseitig wie bei den Türken gemischt und gewürzt, sondern alle zur Verfügung stehenden Provenienzen werden mehr oder weniger zu wechselnden Mischungen hinzugezogen, um dem komplizierten Menschen unserer Zeit ein analoges Genussmittel zu verschaffen. Der Charakter einer Zigarette und ihres Liebhabers prägt sich schon in der unterschiedlichen Art zu rauchen aus. Der eine ahmt in der Bedächtigkeit seiner Bewegungen die Methodik seines Handelns nach, der andere zeigt die müde Geste resignierende Anschauungen. Wieder ein anderer lässt beim Ziehen an der Zigarette die Intensität und Aufmerksamkeit erkennen, mit der er jede Aufgabe angreift. Am eigentümlichsten rauchen die Liebhaber russischer Provenienzen. Sie saugen ein paar Mal kurz, rasch und hastig, um dann sofort die Zigarette wieder fortzuwerfen und im nächsten Augenblick sich wieder eine neue anzuzünden. Trotzdem die russischen Zigaretten meist nur sehr wenig Tabak enthalten, wird auch diese kleine Strecke nicht einmal ausgenutzt. Danach kann man sich den Charakter der Raucher vorstellen, genauso wie ihre Gegenpole, die die Zigarette bis zum letzten Ende sorgsam auszunutzen suchen, während der eigentliche Sybarit ganz genau die Entwicklung der Rauchwirkung verfolgt und mit Sicherheit weiß, wann er am besten aufhört, um das Geschenk der Götter restlos und ungetrübt auszukosten. Stern End of the Project Gutenberg E-Book Die Zigarette Stern Updated Editions Will Replace the Previous One The Old Editions Will Be Renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this lick and the, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark LCTNIC works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark.
Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark lic and the, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark lic and the is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative IV works, reports, performances and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically ANYT hing in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark lic and the ASPECIALI commercial redistribution. Start, full license the full Project Gutenberg license please this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark lic and the available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1 General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1a by reading or using any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1e8. 1b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1e below. 1c. The Project Gutenberg Library Archive Foundation, the Foundation of GLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative IV works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1d.
The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1. Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark click and the must appear permanently in for any copy of a Project Gutenberg trademark work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg Click and the included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1. 2. If an individual Project Gutenberg trademark illicitenic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1e1 through 1e7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1e8 or 1e9. 1e3. If an individual Project Gutenberg trademark illicitenic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1e1 through 1e7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark click and the for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1e4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg trademark click and the terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1e5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this illicitenic work, or any part of this illicitenic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1e1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark click and the. 1e6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, markup, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy,
A means of exporting AKP, or A means of obtaining AKP upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or ADSA form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1e1. 1e7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1e8 or 1e9. 1e8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg trademark licensing works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works calculated using the method you already used to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that is he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. You provide, in accordance with paragraph 1f3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the licensing work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1e9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark licensing work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Can take the foundation as set forth in Section 3 below. 1f1f1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark licensing works and the medium on which they may be stored, may contain deficits, such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a deficit IV or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1f2. Limited warranty, DESC lime of damages except for the right of replacement or refund described in paragraph 1f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark licensing work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses,
including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract, except to the prosecuted in paragraph 1f3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1f3. Limited right of replacement or refund if you discover a defect in this LCT not work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1f4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1f3, this work is provided to you, as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1f5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1f6. Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark LCT works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark LCT works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work. And C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg Trademark. Project Gutenberg Trademark is synonymous with the free distribution of LCT works informatized able by the widest variety of computers including obsolete, old, mittelalter and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to rehing Project Gutenberg trademark, as goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. In 2001,
The Project Gutenberg Library Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Library Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation Information page at www.gutenberg.org. Section 3 Information about the Project Gutenberg Library Archive Foundation. The Project Gutenberg Library Archive Foundation is a non-profit 501c3 educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's annual Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Library Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 801, 596 bis 1887. E-Mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact-section. Vierte Information about donations to the Project Gutenberg Library Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of inserting the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork worker and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg webpages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5 Generalinformation about Project Gutenberg Trademark Elicitenic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark Concept of a library of Elicitenic Works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg Trademark e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg Trademark e-books are often created from several printed editions,
all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the MindPG search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Library Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new e-books. Die Zigarette The Full Project Gutenberg License S7S 8S 9S 10S 11S 12S 13S 14S 15S 16S 18S 19S 20S 21S 22S 24S 25S 26S 28S 29S 30S 31S 32S 33S 34S 36S 37S 30S 38S 39S 40S 41S 42S 43S 44S 45S 46S 47S 48S 49S 50S 51S 52S 53S 54S 55S 56S 57S 58S 59S 60S 61S 62S 63S 64S 65S 66S 67S 68S 69S 70S 71S 72S 73S 75S 77S 78S 79S 80S 81S 82S 84S 85S 86S 88S 89S 90S 92S 93S 94S 95S 96S S 97 S 98 S 100 S 101 S 102